Ja, hallo und herzlich willkommen im Kreativstübchen, mal mit Christine Lovely Paintings. Ja, wollen wir gleich starten? Wollen wir gleich direkt anfangen mit Malen? Oder was meinst du? Ja, am besten erklärst du einfach mal, was wir hier heute vorhaben. Okay, kurze Frage, wann hattest du das letzte Mal einen Pinsel in der Hand? Das war in der 7. Klasse. Das ist ja noch nicht so lange her wahrscheinlich. so frisch und jung, wie du noch aussiehst. Ja. Genau, also wir wollen euch heute zeigen, dass man auch mit recht noch nicht erkannten Talent vielleicht doch sehr wunderschöne Zeichnungen kreieren kann und es dafür gar nicht so viel braucht. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir mit der Aquarellmalerei anfangen, denn die ist relativ einfach, niedrigschwellig, man braucht gar nicht so viele verschiedene teure Materialien, um erstmal zu starten und kann trotzdem schon ganz tolle Sachen damit zaubern. Genau, dann würde ich auch direkt mal anfangen und unsere Materialien, die wir nämlich heute brauchen, vorstellen. Genau, ich habe nämlich gesehen, du hast hier ganz viele Pinsel, du hast hier so einen Tuschkasten, du hast hier ein paar Gläser mit Wasser. Genau. Und Papier, ganz wichtig. Irgendwo müssen wir ja drauf malen. Genau, fangen wir doch mit den Pinseln an. Wie du vielleicht sehen kannst, nehmen wir mal zwei Stück. Du wirst sicherlich gleich erkennen, was ist der Unterschied zwischen den beiden. Mit dem einen kann man wesentlich filigraner zeichnen, malen, tuschen, Pinsel. Okay, und mit dem anderen? Der andere ist fürs Grobe, der ist fürs Handstreichen. Okay, gut, ich hätte... Manch einer hätte jetzt vielleicht gesagt, der eine ist eher so rund und der andere ist breit und flach. Aber okay, man kann auch gleich in die Materie einsteigen. Aber das hast du schon gut erkannt. Also es gibt runde und flache Pinsel und je nachdem, welchen man verwendet, kann man verschiedene Sachen damit malen. Der breite ist fürs Grobe, für großflächig und der feine, kleine dann für die feineren Sachen, richtig. Was bei den Pinseln wichtig ist, dass die von der Qualität gut sind. Das müssen jetzt nicht die teuersten, ich kann es nochmal genau hier so hinlegen. Es müssen nicht die teuersten sein. Wichtig ist, dass die nicht haaren. Das heißt, wenn du dann malst, dass hier die kleinen Härchen auf deinem Papier landen, weil das wäre unschön. Das ist deswegen, wie mit dem Hund, der übers Sofa läuft. Richtig, richtig. Das will man auch nicht. Genau. Und wie gesagt, da müssen es nicht die teuersten sein. Das kann auch Kunsthaar sein hier oben, aber es sollten auch nicht die für 50 Cent irgendwie. Das wäre auch nicht so gut. Gibt es da vom Malen her irgendeinen Unterschied? Dass jetzt irgendwie der teure andere Borstenstärke hat oder irgendwie sowas, weswegen der da anders malt oder? Na, du stellst jetzt Fragen. Okay, so genau kann ich dir das gar nicht beantworten. Der große Unterschied ist, dass es wirklich passieren kann, wenn du ganz günstige Pinsel hast, dass die, dass diese Fasern eben rausgehen, dass der Harz, das ja, okay, beziehungsweise, dass du einmal damit gemalt hast und dann gerade bei so runden Pinseln, dass dann hier oben so eine Katastrophe ist, als wäre Spliss, keine Ahnung, also dass du dann halt nicht mehr diese feine Struktur hast. Das kann passieren bei den ganz günstigen. Ich habe jetzt ja noch nie die allerteuersten gehabt, deswegen kann ich dir diese Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Nee, aber dann trifft das eigentlich schon genau, genau meine Frage. Genau, richtig. So, dann haben wir die Farbe. Ja. Jetzt könnt ihr erstmal denken, ach, das sieht ja aus wie, wie mein Malkasten zu Schulzeiten. Mhm. Ist es aber nicht. Okay, weil denn das ist eigentlich genau das, was ich gerade gedacht habe. Das ist einfach so ein Tuschkasten. Zumindest sieht es im ersten Moment so aus. Es sieht im ersten Moment so aus, aber das ist hier extra Aquarellfarbe. Okay. Es ist jetzt auch nicht das teuerste Modell, aber wir wollen ja auch erstmal anfangen. Richtig, natürlich, klar, klar. So, einmal hier reinlegen. Diese Farbe, diese Aquarellfarbe unterscheidet sich jetzt durch vom üblichen Malkasten, den wir zu Schulzeiten benutzt haben, darin, dass hier die Farbpigmente, die dichte oder höhere Farbpigmentanzahl wesentlich drin ist als in dem normalen Malkasten. Das heißt, würdest du das jetzt mit deinem damals aus Schulzeiten malen, dann wäre das sehr, sehr wässrig, die Farbe, sehr, sehr dünn und du könntest nicht diese schönen Ergebnisse erzielen. Mhm. Prinzipiell ist auch das Schöne, dass man keine riesengroße Farbpalette braucht. Das heißt, man braucht jetzt nicht hier 50 verschiedene Farbtöne, um malen zu können, weil man sich, wie man das hier oben schon sehen kann, die Farben anmischt. Mhm. Also so, ne? Und wenn man die rein theoretisch die Grundfarben hat, die da sind,
Rot-Grün-Blau. Und? Was haben wir eigentlich? Und gelb. Und was machst du mit Gelb und Blau? Mischst du Grün an. Also genau. eigentlich brauchst du quasi Gelb, Blau. Jetzt komme ich auch ganz durcheinander. Gelb, Blau, Rot und Schwarz schadet nicht, wenn man das noch hat. Mhm. Und was fällt dir sonst noch auf? Was fehlt hier? Sonst hat man immer das Deckweiß. Richtig. Und bei der Aquarellmalerei gibt es kein Deckweiß. Okay. Das wiederum bedeutet, worauf du achten solltest, ist, dass die Stellen, also wenn du was malen möchtest, wo was weiß sein soll, dann musst du es freilassen. Okay. Weil sonst, wir haben kein Weiß und wir können da nicht mit Weiß drüber. Also das könnte man auch, aber dann ist es nicht mehr reines Aquarellbild. Mhm. Also man kann durchaus, wenn man was Schönes gemalt hat und sagt, ich brauche da jetzt noch ein paar weiße Tupfen oder so, dann nochmal mit Deckweiß oder mit einem Gelstift oder irgendwas drüber gehen. Mhm. Aber das ist dann nicht mehr das Gleiche. Aber macht es nicht schlimmer oder schlechter deswegen so. Was brauchen wir noch? Ganz eindeutig das Papier. Da gibt es auch Unterschiede. Prinzipiell hat das Papier so eine Struktur. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann. Diese Struktur ist notwendig, weil wir ja mit Wasser, mehr oder weniger mit Wasser malen, wo kleine Farbpigmente drin sind. Es muss also saugfähig sein. Normales Papier, wie wir das jetzt hier hätten, ne, das ist, da gehst du mit einem Wassertropfen drauf und dann wälzt sich das und macht nicht das, was man möchte. Deswegen genau gibt es dieses Strukturpapier. Und hier ist nochmal zu beachten, das können wir auch gleich nochmal zeigen. Es gibt das, das recht dünne, das hier sind 180 Gramm und das hier sind 300. Also es ist schon fast so ein bisschen... Es geht ja schon so fast Richtung Pappe. Richtig, richtig. Da ist es wichtig, das heißt, wenn du also Bilder malst, wo du sehr viel Wasser verwendest, wir kommen auch gleich zu den Techniken, wenn wir gleich erklären, dann ist es besser, eins zu nehmen, was recht stabil ist. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich mache ganz, ganz feine, kleine Strichzeichnungen, dann geht auch durchaus das dünnere. Mhm. Dann aber gibt es da preislich noch große Unterschiede. So, das heißt, das hier ist jetzt eins, das habe ich für 5 Euro gekauft, ein Block mit 20 Blättern und da ist die Qualität nicht so gut. Das sieht man dann auch bei den Zeichnungen, bei den Bildern. Deswegen sollte man lieber das teurere nehmen, aber ich habe mir gedacht, ich bringe jetzt beides mit, weil wir ja von null anfangen und das wäre sonst ein bisschen schade. Aber wenn du deine Leidenschaft ab heute dafür entdecken solltest, dass du sagst, oh Gott, ja, ich bin der nächste Emil Nolde, keine Ahnung, dann empfehle ich dir trotzdem von Anfang an das hochwertige Papier zu nehmen, einfach weil du dann schöne Ergebnisse erzielst, sonst wärst du gefrustet. Sonst denkst du, oh Gott, ich kann es nicht und eigentlich liegt es nur am schlechten Papier. Mhm. So. Aber für die ersten groben Sachen, die wir machen, geht auch das nicht so hochqualitative. Was haben wir noch? Pinsel habe ich erklärt, die Farbe. Das Anmischen, das kannst du dann hier drauf machen, ganz wichtig. Eine alte Socke. Wenn ihr alte Socken habt, nicht wegwerfen. die eine von beiden ist wahrscheinlich in der Waschmaschine verschwunden. Die andere habe ich genommen und die brauchst du, damit du deinen Pinsel immer trocken machen kannst. Mm. Und dann gibt es noch ein paar andere nette Utensilien, mit denen man was bei der Aquarellmalerei machen kann, nämlich? Das Tuschwasser trinken? Na, um Gottes Willen, nein. Also das sind prinzipiell erstmal Strohhalme, die guten aus Papier, nicht die aus Plastik. Und da kannst du dann wunderschöne Gebilde schaffen, indem du, das werden wir später sehen. Okay. Genau. Dann ist es ganz gut, ein paar Taschentücher parat zu haben. Da können wir nämlich später auch noch schöne Sachen machen. So ein Klebetape ist auch ganz gut und nützlich. Stimmt, da habe ich bei der Show gesehen. Da hast du schon ein bisschen was gemacht. Da hat jemand aufgepasst. Sehr gut, genau. Und dann hier haben wir ein kleines Schweinchen. Und was mag sich wohl da drin verbergen? Das sieht aus wie so ein Salzstreuer. Ja! So, kann man, magst du es einmal zeigen? Hier ist Salz. Damit kann man auch schöne Sachen. Genau, hier. Schweinchen, noch aus DDR-Zeiten. Salz. So, damit können wir auch schöne Sachen gestalten. Dann, warum haben wir jetzt hier so viele Wasserbecher stehen? Den einen würde ich verwenden, um den Pinsel auszuwaschen. Mhm. Und die anderen beiden sind, damit du wirklich dann mit dem sauberen Pinsel sauberes Wasser aufnimmst, um deine Farbe anzumischen. Weil sonst, wenn das hier dann irgendwie so ein ganz dunkler Das gibt immer Ton so einen Braun, ist, genau. Ja. Genau, und dann gehst du in das Gelb rein, dann wird das Gelb braun. Und das wollen wir nicht, deswegen nochmal die zwei extra Becherchen. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Okay. Okay, super.
Das heißt, wie wir hier auf dem Blatt Papier sehen kann, habe ich mal aufgeschrieben, dass es verschiedene Techniken gibt, die man anwenden kann. Das ist nicht schlecht, wenn man weiß, was das für welche sind. Den Namen müssen wir uns nicht merken, aber die Art oder die Variante einfach, damit wir dann, wenn wir selber malen wollen, wissen, was es gibt und was wir damit erzielen können für Wirkungen. Genau. Fangen wir mit dem Lavieren an. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier auf mein Spickzettelchen gucken. Das schon mal. Genau, das. Oder sagen wir mal, fangen mit dem Lasieren an. Das ist, dann arbeiten wir uns mal kreuz und quer durch, das ist noch besser. Also das Lasieren. So, ich nehme also. Warte mal, das ist der falsche Pinsel. Nehmen wir mal einen flacheren. Und du darfst natürlich, damit es nicht langweilig für dich, gleich mitmachen. Weiß nicht, kannst du den Pinsel hier schön nehmen? So, erstmal ein bisschen anfeuchten, ein bisschen trocken machen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit den Grundfarben. Das heißt also Gelb. Nehmen wir uns ein bisschen Farbe. Bei dir habe ich jetzt die Kästchen etwas anders angerichtet. Du müsstest oben links anfangen, aber das ist ja egal. Und ist das egal, wie man dann da mit dem Pinsel reingeht? Geht man mit der Spitze rein oder geht man da irgendwie komplett rein? Oder? Das kommt jetzt darauf an, wie viel Farbe du aufnehmen möchtest mit deinem Pinsel. Mhm. Also wenn du sagst, du willst nur die Spitze und was ganz, ganz Feines malen, würde ich auch nur ganz vorsichtig da reingehen. Prinzipiell ist es aber eh so, dass wir uns die Farben dann nochmal hier drauf anmischen. Und dann kannst du ruhig erstmal ein bisschen kräftiger reingehen, weil du musst ja Farbe aufnehmen und dann hier anmischen. Okay. Aber das machen wir später. Genau, jetzt haben wir hier die Farbe an unserem Pinsel. Muss immer drauf achten, dass das schön nass ist, weil sonst funktioniert das nicht. Und dann ziehen wir jetzt erstmal von oben nach unten einen Strich. Ganz fein. Dann können wir schon mal. Ja. Ja, sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Da müssen wir jetzt aufpassen, was wir hier erzählen, dass das auch alles halbwegs stimmt. Genau, so. Genau, genau. Einfach schon so lassen, was du da gemacht hast. Und jetzt gehen wir schön hier auswischen. Also einmal den Pinsel sauber machen, weil wir jetzt in die nächste Farbe gehen. Das heißt, jetzt lernen wir hier feucht machen. Nehmen wir also das Rot, ein bisschen davon. Setzen eins daneben. So. Dann wieder auswischen. Trocknen, die nächste Farbe. Und noch in Blau. So. Und dann lassen wir das erstmal kurz trocknen. Ah, okay. Wo hast du ganz nah aneinander? Ist auch okay. Kann man machen. sieht doch fast aus wie eine Flacke, du. So, diese muss noch ein bisschen auswischen noch hier. Nur mal richtig ordentlich kräftig rein. Richtig so tunken, tunken, tunken. So. Genau, dann kannst du hier nochmal anfeuchten, dann ins Blau gehen und noch ein Blau daneben malen. So, Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist jetzt folgendes, nämlich wir lassen jetzt die Farbe antrocknen. Wenn die dann getrocknet ist, gehen wir nochmal mit anderer Farbe drüber und dann sehen wir, was passiert. Das ist also wichtig, man muss sich dessen bewusst sein, dass die Farben ja nicht deckend sind. Das heißt, wenn das jetzt trocken ist und wir gehen mit der nächsten Schicht drüber, dann sieht man die untere Farbschicht durch, weil die Farben, wie ich ja gerade schon sagte, nicht deckend sind und eine sehr gute Leuchtkraft haben. Demzufolge, mal gucken. Ich glaube, es ist noch ein bisschen nass. Jetzt sieht das bei dir alles so schön gleichmäßig aus, wenn man bei mir guckt. Bei mir wird es erst so dunkel. Ja, wir können das ja mal ganz kurz in die Kamera, wir können das ja mir mal zeigen. So kannst du das. Das ist aber auch, es ist ja nicht schlimm. Das ist ja das Schöne an der Aquarellmalerei, dass du quasi so eine Verläufe hast von hell und dunkel. Genau. Also du siehst ja auch, deine Farben sind wesentlich deckender als meine jetzt. Ich habe relativ wenig Farbe am Pinsel gehabt. Das heißt, es ist sehr wässrig und bei dir ist es doch recht stark. Also wir wollen schon so ein bisschen diesen Look auch haben. Ne? Also, ja, ich streiche mehr. Ja,
Also wir wollen ja nicht die Tapete streichen, das ist ja schon passiert. Also deswegen muss ich die Aussage von früher nochmal revidieren. Ich habe tatsächlich schon dann doch nicht nur in der 7. Klasse, sondern auch später einen Pinsel in der Hand gehalten, allerdings dann, um die Wand weiß zu machen. Die erwachsene große Variante des Pinsels, genau. Wahrscheinlich. Da gab es dann auch die Rollen, also ich habe hier quasi die Rollenvariante genommen, schön einmal alles abgedeckt. Okay, kann man auch machen, ist jetzt hier aber nicht so unbedingt gewünscht. Ist nicht gewollt, da lösen wir uns jetzt davon. So, und jetzt nehme ich, gehen wir nochmal ins Gelb und machen genau das gleiche wie eben, aber in die andere Richtung. Mhm. Und schon, was sieht man da, hat man schon einen super tollen Effekt, nämlich, jetzt einfach mal behaupten, weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut erkennen kann, aber dass Gelb und dieser Rotton ein Orange ergeben und hier bei dem Blau geht es ins Grünliche. So, das heißt also, wenn du jetzt sagst, du malst eine schöne, du möchtest, sehr schön. Also, das kannst du verwenden, diese Technik, um dann zum Beispiel Schatten, Tiefe darzustellen. Das heißt, dass Objekte übereinander liegen. Das heißt, je dunkler, also du fängst mit einer Schicht an und dann gehst du mit der nächsten drüber, vielleicht nochmal mit der gleichen Farbe. Mhm. Und dann verdoppelt die sich quasi. Und dadurch kannst du dann so Schatten zeichnen. Okay. Da musst du dann also nicht die Farbe dunkler mischen, sondern gehst einfach mit der gleichen nochmal drüber. Wenn das angetrocknet ist, ist wichtig, nur trocknen, weil sonst vermischt es sich. Ja, das sieht man jetzt wie bei hier. Dir jetzt, genau. Das heißt, das hättest du ja dann fast doch schon bei Lavier reinzeichnen können, das, was du gerade gemacht hast, aber wir sind ja hier auch noch am Üben. Genau, das können wir zeigen. Wir haben schon einen wunderschönen Effekt. Also auch das muss man, es ist nicht falsch. Es ist nicht falsch, was du gemacht hast, es ist einfach nur schon der nächste Schritt. Der nächste Schritt. Aber es ist ja nicht so schlimm, wir sind ja hier, um was zu lernen. Genau. Richtig. Ja. Oh. So, dann gehen wir nämlich schon mal zum Lavieren, das scheint dir ja Spaß zu machen. Und da geht es jetzt darum, dass wir genau das, was du schon vorgemacht hast, verwenden, nämlich dieses mit nassen Farben und Wasser arbeiten, dass die sich vermischen und dass man dadurch ganz tolle Sachen entwickeln kann. Nämlich, wir fangen jetzt an und machen unsere Fläche von oben, also nach unten, erstmal mit dem Wasser nass. Mhm. So, jetzt müsst ihr aber aufpassen, dass ich immer ins richtige Gefäß reingehe. So, also soll da jetzt kein See drauf entstehen, sondern einfach nur, dass das Papier angefeuchtet ist. Ja. Aber schon eher nass als jetzt nur so trocken. Ja, ja, doch, vielleicht kannst du es noch ein bisschen weiter nach unten. So. Du kannst auch so, ne, also von oben nach unten, das kannst du auch machen, dass sich das schön vermischt. Und ich fange schon mal an und nehme jetzt hier Blau, etwas Blau. Und setzt das hier oben an. Und dann sieht man schon, wie es die Farbe nach unten zieht. So, das ist so gewollt. Ne? So, dann kannst du sagen, du machst den Pinsel nochmal frei von Farbe und fängst dann nochmal an und ziehst es hier noch ein Stück weiter nach unten. Und schon sieht man, wie es immer heller wird. So, und jetzt sagt man, ach, eine Farbe ist aber langweilig. Ja, ja. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, um zu sehen, dass man ein bisschen ein Gefühl für Menge entwickeln sollte. Ich würde sagen, das sieht schick aus. Das ist eine nette Entwicklung, die wir hier haben. Gehen wir noch mal ein bisschen drüber und ziehen das noch ein bisschen nach unten. Guck mal, das ist auch das Schöne. Und schon... Es ist mehr oder weniger verschwunden, was gerade passiert ist. Das war gewollt. Und das war gewollt. Genau. So, und jetzt happy little excellence. Genau. So, und wir waren ja gerade dabei zu sagen, Blau ist uns zu langweilig. Mhm. Wir wollen jetzt noch ein bisschen eine andere Farbe. Wir machen hier ein kleines bisschen Rot auf und setzen dann unten an. Das war ein bisschen wenig. Reicht dann nochmal. Genau. Nochmal ein bisschen mehr Farbe aufnehmen. So, und mach genau das gleiche, geh von unten nach oben, zieh das auch rein, die Farbe, und dann haben wir schon so einen richtig schönen kleinen Verlauf. Und jetzt haben wir hier, war ich ein bisschen zu langsam, habe ich zu viel gequatscht, so, genau, jetzt haben wir so einen schönen Farbverlauf. Könnte schon eine sehr extreme, tolle Abendstimmung sein.
bei dir sieht es ein bisschen anders aus. Das finde ich gut. Also du könntest jetzt deinen Pinsel nochmal kurz sauber machen. Ja. Mach den mal sauber. Und dann ein bisschen trocken. Wir geben dabei so ein richtig gutes Team ab. Du erzählst, wie man das macht und ich zeige, wie man es nicht macht. Naja, ich möchte mich mal davon lösen, dass es so ein richtig und falsch gibt, aber es gibt ein, wie man vielleicht das erzielen kann, was ich gerne hätte. Und du kannst jetzt bei dir nochmal, geh doch da nochmal mit dem Pinsel da zwischen dein Blau und dein Rot rein. Ja. Nochmal so drüber zwischen die beiden Schichten. Also man darf ja durchaus mit... Also, wir wollen ja ein bisschen rummatschen gerade, ne? Also kannst du ruhig... Ich kann ja jetzt auch einfach nur mit Wasser nochmal rübergehen und genau, schon sieht man, also dass da so ein neuer Verlauf wieder entsteht. Richtig. Also Sinn und Zweck des Lavierens ist auch tatsächlich, dass sich die Farben miteinander vermischen. Okay. Genau, also, ne? Das ist, ja. Und jetzt kannst du nochmal einfach nach unten ziehen, die Farbe. Mit dem Pinsel von oben nach unten gehen. Nee, so schon seitlich von links nach rechts, aber so, genau, so nach unten ziehen. Richtig. Genau. Und dann sieht man vielleicht auch schon, dass das Papier ein kleines bisschen trocken war. Aber wir können das jetzt auch nochmal in die Kamera halten, damit die Leute sehen. Und dann haben wir noch eine schöne Flagge kreiert bei dir. Aber auch das ist doch, da könnte man auch schon was Wunderschönes draus gestalten, finde ich. Guck mal, hier deutet sich ja auch schon fast so eine kleine Hügellandschaft am Horizont an. Genau, das an, ist schon, ne? Der Horizont, ja. Richtig. Und davor rote Erde. So. Irgendwie. So, dann gibt es noch die nächste Technik, wäre dann nass in nass. Dann nehmen wir jetzt mal hier einen runden Pinsel. Und jetzt wollen wir richtig rummatschen. Das heißt, guck mal, ich gebe dir mal den. Ja. Das heißt, wir machen den schön nass, den Pinsel. Und dann könnten wir jetzt erstmal hier einfach so mit Wasser so einen roten, rot sage ich schon, so einen Wasserfleck machen. Ich sag rot, weil mein Pinsel irgendwie noch ein bisschen rot ist. Und im Chat heißt es übrigens gerade, es kann nur besser werden bei Ihnen. Oh, ich finde, du machst das ganz gut. Jetzt hast du da, ja gut, okay. Jetzt gehen wir hier in der Farbe rein, so ein bisschen antippen. Mhm. Und einfach so, was passiert da Schönes? Guck mal, die Farbe, die verläuft. Sehr schön. Und jetzt setzen wir noch eine andere Farbe dazu. Gehen wir auch wieder ins Rot. Und machen die einfach hier oben hin. Und das Schöne ist, dass quasi die Farbe in dem Bereich bleibt, wo wir den Wassertropfen jetzt hingemacht haben. Also die fließt jetzt nicht raus oder so, sondern die bleibt in diesem Bereich. Dann kann man die schön vermischen. Und je nachdem könnte man jetzt schöne Blütenblätter draus zeichnen. Aber hier sieht man, und das ist jetzt das, was ich mit der Qualität des Papieres meinte, hier bildet sich jetzt gerade so eine Pfütze. Mhm. Das Papier ist, das hier ist sehr dünn und es wellt sich. Und dann haben wir hier so eine Pfütze, das möchte man eigentlich nicht. Du kannst bei dir noch ein bisschen mehr Farbe dran machen, weil jetzt sieht es eher so aus wie, ich weiß nicht. Oder ist das jetzt bei mir wieder zu trocken? Es ist, guck mal, ich schau mal ganz kurz. Einmal so. Ein kleines bisschen darfst du nachhelfen auch. Mhm. Ne? Dass du hast jetzt so angestupst und gesagt, okay, hier sind die Farbpigmente und jetzt gehen wir da mal so rein und machen hier so ein Gematsche. So, Gematsche hört sich gut Gematsche. An. Gematsche ist immer gut. Das wäre die eine Variante, bei dir ist jetzt ein bisschen klein wie Spatz, aber du kriegst es noch hin. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man gleich die Farbe aufnimmt, schön, dass man schön, also schön nass macht den Pinsel, ein bisschen Farbe aufnimmt und dann tupft man meinetwegen jetzt hier ein bisschen was hin. Dann sagt man sich, okay, ein Rot so, ist ja langweilig. Ich möchte dann noch ein bisschen Lila mit rein und tupft das dann hier so mit dazu. So. Ich bin gespannt, was das nachher wird. Dann an die Bilder geht. Nein, du machst das ganz fein. Ja, super, wunderschön. Guck doch mal, was sich da jetzt entwickelt. Das sieht doch schon fast aus wie so eine Mondblüte. Ja, stimmt. Guck mal, wenn man das jetzt hier einmal rüber nimmt. So.
Ja, wie sich das schon dann. Warte mal hier so ein ganz dünnes Pinselchen. Einmal ein bisschen Grün aufnehmen und jetzt würde ich sagen hier. Hui. Und schon hast du eine Blume gemalt. Stimmt, jetzt ja. Genau. Und vom Weiten, also guck doch mal, vom Weiten ja. Sieht das doch schon sehr. Guck mal, eine Blume mit Schatten unten, so hast du schon diesen Effekt drin. Stimmt, ganz da haben wir toll. Jetzt natürlich den Schatten mit drin. Ja, ja, super. Siehst du, was du so alles Schönes zaubern kannst. So, und dann haben wir noch das Granulieren. Da werden wir heute nichts mitmachen, aber ich will es dir trotzdem kurz zeigen, falls du mal zum Beispiel eine Mauer oder Gras oder irgendwie was malen möchtest. Da verwenden wir nämlich ganz wenig Wasser und sowohl am Pinsel wenig Wasser als auch auf dem Papier gar kein Wasser, weil dann nämlich die Struktur vom Papier durchkommt. Mhm. Ne? Und dann nehme ich jetzt mal hier so, ich hoffe, dass ich nicht zu viel Wasser habe. Uch. Mal sehen. Achso, dann nehmen wir jetzt wieder so fast zu viel. Ja, du kannst auch einen dünnen Pinsel nehmen, das ist eigentlich egal. Guck mal, ich habe schon fast wieder zu viel Wasser dran. Also letztlich ist es so, dass man diese. Und man sieht es kaum. Den naja, aber doch so diese Struktur quasi, dass man das Papier so gut durchzieht. Ne? Mhm. Dass das quasi nur die Oberfläche mit der Farbe bedeckt ist. Und ja. Dann kannst du da so ja, eine Häuserwand so das darstellen. Also ganz, ganz wenig Wasser und Farbe und dann einfach mal gucken, was bei dir passiert. Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Siehst du, das hast du jetzt mal besser gemacht als ich. Ich zeig das auch mal. So genau diese Struktur hier oben, das wollte ich eigentlich zeigen. Mhm. So, ne? Dass das Papier noch durchscheint. Und dann kannst du wirklich sagen, das ist jetzt hier so eine Putz, der Putz von der Wand. Ja. So hast du da dargestellt. So. Genau, dann. Ja, jetzt schon kannst du noch fast ein bisschen zu üben. Ja, immer noch ein bisschen. Was habe ich hier unten gemacht? Das kann man eigentlich ja schon erkennen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ich habe mir einfach eine Fläche mit diesem Tape abgeklebt. Da kann man eins nehmen. Wichtig ist, dass es halt nicht zu sehr am Papier festklebt, wenn man es dann abreißt, dass das Papier mit abreißt. Aber diese gibt es ja jetzt überall zu kaufen, diese kleinen Tapes, die kann man da gut verwenden. Da kann man nämlich etwas ganz Wunderbares. Also man hat dann einfach einen wunderbaren, schönen Effekt am Ende. Das sieht einfach schön aus, dann, was man da kreiert. Das machen wir jetzt nämlich auch. Also bei dir habe ich das ja auch schon vorbereitet. Ein bisschen kleiner die Fläche, aber das spielt ja keine Rolle. Und jetzt nehmen wir wieder den breiten Pinsel und machen eigentlich das, was wir hier oben beim Lavieren probiert haben. Also so einen Farbverlauf, vielleicht nicht ganz so stark, wie du das gemacht hast, sondern du weißt ja jetzt schon, wie es geht. Ein bisschen weniger Farbe. Ein bisschen also mehr Wasser. Ein bisschen ja. Mehr Wasser und wir pinseln jetzt quasi hier nochmal die Fläche wieder ein. Feuchten quasi das Papier. Hier. Genau. Und dann können wir doch jetzt mal sagen, dieses Blau, was es hier gibt, das ist uns zu langweilig. Wir mischen uns jetzt hier mal einfach ein paar Farbtöne an. Ich mache das jetzt mal für dich mit, wenn du magst. So, guck mal. Kriegt man hier so einen viel, viel schöneren Farbton hin. Den darfst du jetzt auch gleich mit verwenden und von oben anfangen, dein Papier einzustreichen. Du musst jetzt da natürlich ein bisschen, hast nicht so viel Platz, aber das kriegst du hin. Ich habe ja auch den kleineren Pinsel, von daher macht das überhaupt nichts. Richtig. So, und dann gehen wir hier nach unten und werden immer heller. Und jetzt mische ich uns hier noch ein kleines bisschen Rot mit an. Ja, so ein Kaminrot nennt sich das, glaube ich, das eine, oder? Ich weiß gar nicht. Spielt auch keine Rolle jetzt so. Mischen wir uns an und dann mal aufpassen, dass nicht zu viel Farbe drin ist. Und dann setzen wir das hier an. Auch wieder so, dass sich das schön miteinander vermischt. Dieses Blau, dass das so schön in das Rot übergeht. Dann haben wir jetzt schon mal
unseren ersten tollen Farbverlauf. Oder nein, das ist der zweite. Der erste haben wir ja schon da oben gemacht. So, und dann lassen wir das kurz trocknen. In der Zwischenzeit, also wenn ich dir zu schnell bin, musst du sagen, ne? Mhm. Nee, passt. Passt, okay. Genau, das müssen wir jetzt erstmal trocknen lassen. Und daneben haben wir ja noch eine Fläche frei. Da können wir jetzt mal gucken, was wir hier oben mit dem Lasieren, mit den verschiedenen Schichten gelernt haben. Mhm. Dass wir das mal anwenden und eine kleine Waldlandschaft zaubern. Okay. Ja. Das heißt, wir brauchen erstmal einen schönen Hintergrund. Wir machen vielleicht so eine Winterlandschaft oder so. Es liegt ein bisschen im Dunkel. Die Sonne ist schon untergegangen, aber man kann noch ein bisschen was erkennen. Das heißt, wir brauchen hier so ein Blau-Grau sozusagen. So ein schönes Blau-Grau mischen wir uns hier an. Dann kannst du den Pinsel ruhig verwenden, wenn du möchtest. Ich habe jetzt hier diesen, den Rundpinsel, aber das ist nicht so schlimm. Nicht so viel. Schön wässrig. Und guck mal hier, passiert doch gleich wieder. Und dann machen wir erstmal so, genau. Jetzt erstmal den Hintergrund so ein bisschen mit diesem Blau einpinseln oder Grau-Blau. Genau. Und dann lassen wir das auch trocknen. So, das ist immer noch sehr nass. Dauert noch ein bisschen. Du kannst ja in der Zwischenzeit, schwieriges Wort, schon mal überlegen, oder ich weiß nicht, ob wir es vielleicht diejenigen, die zugucken, überlegen lassen wollen, an was für ein Bild wir uns am Ende wagen. Also ob wir sagen, wir möchten vielleicht eher, also womit wir anfangen. Wir müssen ja mal gucken, wie weit wir kommen heute, wie viel wir hinkriegen. Ob wir dann sagen, wir möchten eher so in die Botanik gehen, irgendwie eher sowas malen oder sowas. Oder eher so in die Landschaftsmalerei. Kann man das gut erkennen? Oder ob wir sagen, wir wollen lieber Tiere malen. Mhm. Also das kannst du dir noch überlegen. Oder vielleicht die Zuschauer geben mal ihr Voting dazu ab. Also wir hätten Tierbilder, Landschaft oder Botanik. Vielleicht, wenn wir gut sind, kriegen wir alles drei hin. Ja, ja, bin ich mal gespannt. Ja, genau. Ich muss ja gucken. So, ist das jetzt hier ein bisschen getrocknet? Naja, es geht. So, jetzt haben wir uns hier einmal hier drüben die Farbe angemischt. Dieses Dunkle können wir jetzt hier auch gleich verwenden. Ach, ich nehme mal einen feineren Pinsel. Der ist ein bisschen groß. Ich brauche was Kleineres. Und ich mache das noch ein bisschen dunkler. Und dann werden wir jetzt, ich glaube, bei dir ist auch noch relativ feucht, da müssen wir auch noch ein bisschen warten, aber ich starte schon mal. Ich gucke einfach mal zu. Du guckst mal bei mir zu, genau. Was wir jetzt machen, ist was ganz Einfaches eigentlich. Wir setzen hier unten an und, ja, man kann es sehen, es ist noch ein bisschen feucht, aber damit wir jetzt mal hier vorwärts kommen. Vielleicht noch ein bisschen, hier brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Farbe, weil sonst, einfach mal hier so ein bisschen gekrickel. So. Also wir hätten noch einen kleinen Moment warten sollen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir wollen ja auch vorwärts kommen und noch ein bisschen mehr machen heute. So, machst du ein bisschen gekrickel. Und schon kannst du jetzt überlegen, hast du eine Silhouette? Also wenn ich jetzt so in die Kamera gucke, sieht es aus wie das hier ein paar Bäume stehen und hier ist vielleicht eine Burg mit einem Turm, ne? Und hier hast du nur noch irgendwie so ein Vorhäuschen. Also sieht schon aus wie die Silhouette von irgendetwas. Genau, am Anfang habe ich mich gefragt, werden das jetzt Grashalme, die du malst? Und dann bist du irgendwie beim zweiten Mal und ich habe gedacht, Moment, das sieht aus wie so eine Skyline. Ja, genau, so einfach ist es. Mhm. Also einfach ein bisschen mit dem Pinsel machen und schon hat man was Schönes gezaubert. Famos, oder? Ja. Also ich glaube auch,
du wirst das auch hinbekommen. Das Problem war halt jetzt hier gerade, weil noch die untere Schicht, weil das Papier ein bisschen dünn ist. Das braucht also länger, bis das die Feuchtigkeit aufsaugt. Demzufolge war es jetzt noch nicht ganz trocken und dann hast du dieses leichte Ausgefranste. Aber wir gehen ja gleich erst noch in die richtigen Kunstwerke. Wir sind ja noch am Üben sozusagen. Genau, dann übe ich hier auch mal. Übe du auch mal. Hier ist schon gut trocken, dann mache ich hier drüben mal weiter. Denn jetzt wollen wir hier noch ein paar Bäumchen malen. Einfach so. Das heißt. So, noch relativ viel Wasser, wenig Farben verwenden, weil das erstmal die hinteren Bäumchen werden, die also weiter wegstehen sozusagen. Das ist auch nicht schlimm, dass das jetzt hier eine Fläche wird. So. Mal kurz gucken, was du da Schönes machst. Ja! Du gehst da schon fast ein bisschen perfektionistisch ran an die ganze Geschichte. Dann malst du das ganz genau. Ich habe ja einfach nur so Krickel-Krickel gemacht, aber kann man auch machen. Und es sieht doch fantastisch aus. So. Ja, lassen wir jetzt auch kurz antrocknen. Was fehlt hier noch, würde ich jetzt mal sagen, sind ein paar Vögelchen. Das kann man ganz einfach reinmalen, dass man so. Ein paar Faust. Und Ching. Einfach ein paar kleine Faust reinmalen. Und schon hat man so ein paar Vögel, die wunderschön über unsere kleine Landschaft hinwegziehen. Da würde ich dann auch wesentlich, also sehr, sehr viel Farbe und wenig Wasser verwenden, weil das soll ja deutlich. Also zum Beispiel in meiner Vorstellung jetzt genau sollen die sehr schön deutlich zu erkennen sein. Dann können wir jetzt auch gleich nochmal zeigen, was du da Schönes gemacht hast. Also sehr schön. Ach ja, genau. Und dann kommt ja eigentlich das eigentliche Highlight kommt ja noch. Also jetzt sehen wir hier erstmal, haben wir schon zwei wunderschöne. Einmal so ein italienisches Dorf oder so, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Sieht so ein bisschen aus. Und bei mir ist es eher so eine kleine Burglandschaft. Deine Vögel sind auch etwas näher als meine oder größer. Vielleicht hast du Störche, ich habe was anderes. Und jetzt können wir nämlich das hier abziehen einfach. Mhm. Und ich finde, das sieht wunderschön aus. Weil wir jetzt so eine Begrenzung haben, rahmt es das Bild quasi nochmal schön ein. Und da kann man ganz tolle Sachen mit zaubern. So, können wir wegschmeißen. Sinnvollerweise macht man das, sobald die Farbe trocken ist. Ja, wobei selbst wenn die Farbe nass ist, ist es so, dass die Farbe ja nur in dem Bereich bleibt, wo auch das Wasser ist. Mhm. Das heißt, das wird nicht auslaufen groß. Ah, okay. Also da passiert nicht viel, weil so richtig angetrocknet ist ja jetzt auch noch nicht. So, genau. Jetzt hier meine Bäumchen, der ist noch nass, aber hier vorne ist schon trocken. Dann kann ich jetzt nochmal reingehen und nochmal drüber malen. So, ich bin jetzt gerade schon dabei, Bäumchen zu malen. Hier unsere kleine Landschaft. Und was man da schon erkennen kann, ist, schon allein dadurch, dass ich im Hintergrund quasi weniger Farbe und mehr Wasser verwendet habe und jetzt ein Bäumchen davor setze, hast du schon so eine Tiefenwirkung drin. Mhm. Es sieht aus, als wenn die im Hintergrund stehen und das weiter vorne. Und da kann man jetzt mal überlegen, wie viele Bäumchen man doch davor machen möchte. Und so ein Baum ist ja relativ einfach gemalt. So ein Strich nach unten und dann so weggehen. Also ich zeige nachher noch eine andere Variante. Aber das ist jetzt eine von denen, die relativ flott geht. Hier ist die Farbe noch nass, der Untergrund. Aber naja, wir wollen ja auch vorwärts kommen hier. So ein bisschen. So. Hier noch eins hin. Vorne. Und dann
kann man noch was ganz Einfaches machen. So hübsch, hübsch. Immer nochmal hier reingehen. Und dann machen wir hier so ein bisschen. So. Und dann ziehen wir das hier so nach vorne. Und schon sieht es aus, als würde da Schnee liegen. Du hast jetzt nicht gesehen, was ich gemacht habe, aber. Aber du hast das einfach. Ich habe einfach mit dem, genau, einmal das und ich bin einfach mit dem breiten Pinsel so hin und her gegangen und habe mir gedacht, ja, okay, so. Und schon haben wir doch da ein kleines, eine kleine Winterlandschaft oder eine, die im Nebel liegt, gezeichnet. Und das mit doch recht einfachen Mitteln. Mhm. So. Genau, dann wäre ich jetzt zumindest schon mal so weit mit dem hier. Können wir mal zur Seite legen. Und dann ans Eingemachte gehen. So, wir gucken erstmal, was du noch Schönes machst. So, dann sieht das gleich aus wie Weihnachtsbäumchen. Hübsch. Nein, hübsch. Also ich finde, das sieht wunderbar aus, was du da zauberst. So, dann probiere ich das, was du gerade auch nochmal. Ja, vielleicht nimmst du dazu den breiten Pinsel, weil ich glaube, dann kannst du einfacher so hin und her mit der schmalen Seite quasi. Also. Ja, du hast ja gesehen, was ich gemacht habe. Genau. Du bist noch so zögerlich und zart. Also, genau so und dann einfach so. Perfekt. Wunderbar. Dann können wir nochmal zeigen. Sieht doch richtig hübsch aus. Und da sagt einer, du kannst nicht malen, Mensch. Oder was sagen die anderen? Ich weiß nicht. Ich finde, oder was sagst du denn von dir selber? So. Ich habe nicht gewusst, dass es so einfach sein könnte. Siehst du? Also, perfekt. Dann kommen wir jetzt ans Eingemachte. Gibt es denn irgendeine Rückmeldung, was gewünscht ist, was wir malen sollen? Oder? Ja, also, hier schon jemand, der Wendt anschaffen wollte. Mhm. Oder einfach, da müsste ich mir nochmal angucken, wie der war, der Bart. Das sei ja nicht so. Du kannst das ruhig ausführen, ja? Doch, ganz schick. sehr modisch sah das aus, was dabei entstanden ist. Genau. So, guck mal, dann bekommst du jetzt von mir auch, du hast also den Grundkurs bestanden. Dann bekommst du von mir jetzt auch das teure Papier. So, guck mal. Bitteschön. Und eine Landschaft war gewünscht. Und da würde ich doch sagen, machen wir einfach die da. Ja. Ne? Sollen wir es einmal zeigen, ob wir das so, oder magst du nochmal von oben drauf, genau, immer die Kreise. So. So, und mit dem, was wir jetzt eben gerade gemacht haben, hätte ich gesagt, dass der Himmel ist quasi so diese erste Grundierung, die wir gemacht haben. Mhm. Und danach die Wolken, da hast du einfach nochmal das ein bisschen nass gemacht und bist dann nochmal drüber gegangen? Nein. Nicht? Nicht. Nein. Da kam, oder kommt, das werden wir gleich sehen, unsere Taschentücher zum Einsatz. Ah. Ja, das heißt, du nimmst Farbe auf. Also du tupfst, also nicht so jetzt, aber du tupfst quasi die Farbe auf und dadurch entstehen diese Wolkenformationen. Also genau das Gegenteil. Eigentlich genau das Gegenteil, aber wie man sieht, super einfach. Mhm. Also kompliziert gedacht, aber doch sehr einfach in der Umsetzung dann. Genau, und das wollen wir doch jetzt ausprobieren. Und du kannst jetzt selber entscheiden, wie du möchtest, ob du es abkleben möchtest, deine Umrandung, oder ob du sagst, du malst da einfach drüber. Das ist dir... kannst du selber entscheiden, wie du das probiere ich das auch mal mit den Abkleben. Das ist dein Kunstwerk, genau. Bitteschön, damit darfst du jetzt machen, was du möchtest. So, genau. Ich weiß ja nicht, während du das jetzt machst, weil das dauert ja ein kleines bisschen, haben wir uns was überlegt. Genau, wir haben uns überlegt, dass ihr... oder dass die lieben Zuschauer an einem kleinen Gewinnspiel dran teilnehmen können. Und zwar habt ihr ja jetzt gesehen, was es so für Techniken gibt und wie einfach man eigentlich so schöne Bilder gestalten kann. Und jetzt seid ihr gefragt, ihr dürft das also auch gerne machen. Und dann euer Kunstwerk, wo ihr sagt, das ist das Schönste, was ich jetzt kreiert habe, hochladen bei Instagram oder bei Facebook oder uns per E-Mail schicken. Und uns natürlich dabei taggen, damit wir das Bild dann auch sehen können. Und dann wird entschieden, oder dann werden wir uns die drei schönsten raussuchen, die drei schönsten Werke, die bis, sagen wir mal, bis zur nächsten Stefan macht Show bei uns eingegangen sind.
Und dann werden wir die drei schönsten auswählen und davon wird dann nochmal eins prämiert von den Zuschauern. Das heißt, da gibt es also einen kleinen Wettbewerb und man kann auch was gewinnen, nämlich unsere wunderbaren Werke, die wir hier gestaltet haben, handsigniert natürlich, Ruhm und Ehre. Einzelstücke. Einzelstücke. Und wer zufällig in der Nähe wohnt, der kriegt noch ein Meet and Greet. Genau, mit Backstage-Pass. Genau, mit Backstage-Pass. Also, das ist ernst gemeint. Wir freuen uns, wenn ihr da alle dran teilnehmt und wir sehen können, was ihr Schönes kreiert habt. Und genau, nicht vergessen, uns zu taggen. Das heißt, das wäre einmal SnellTV, ne? Bei Instagram ist das dann einfach... Genau. Genau. Ladet eure Werke hoch, genau, Lovely Sloth, SnellTV. Ich würde nicht nur einen Hashtag nehmen, sondern ich würde richtig... Ich weiß nicht, darf man das? Uns taggen? Also mit, ja, dann mit Ad. Genau, das ist auch Ad Lovely Sloth. Ja, weil sehr wahrscheinlich nicht, dass dann irgendwas dazwischen rutscht. So, du hast jetzt hier schon super schön abgeklebt, das hast du fein gemacht. Ich werde es einfach mal so malen. Und jetzt fangen wir an. Wir wissen ja schon, wie man so einen schönen Himmel mit Farbverlauf hinkriegt. Mhm. Das machen wir jetzt. Ich sage gleich dazu. Also wie gesagt, zur Erinnerung, was ist die Eigenschaft dieses Papieres? Dass dieses ein bisschen dicker ist. Genau, und das bedeutet, die Feuchtigkeit wird schneller eingesogen. Mhm, das heißt, wir brauchen mehr Wasser? Wir brauchen mehr Wasser, beziehungsweise wir müssen etwas schneller arbeiten. Deswegen werde ich mal ganz kurz dir schon mal das Taschentuch vorbereiten. Das heißt, wir nehmen das einfach so ein bisschen, als würde man jetzt sicher, was weiß ich, ne, irgendwie so... So wie das von der Großmutter früher kennen. Ja, genau, so schon mal... Ja, genau. Schön den Mundwinkel erstmal so abwischen. Und dann mit dieser Spitze gehst du dann quasi in deine Wolkenformation. Und was man vielleicht noch machen könnte, was einem vielleicht auch schon mal aufgefallen ist, dass meistens unten eher so flach sind, die Wolken, und sich nach oben so aufbauschen. Ne? Nicht, dass du dann hier so eine... Ja. Runden Flecken hast, sondern dass es ein kleines bisschen natürlich aussieht. Das heißt, eher so mal drauf achten, mal sehen, was jetzt da rauskommt. So, das ist dein Taschentuch. Ich mache mir auch eins fertig. Und dann haben wir ja auch schon wunderschön Farbmix kreiert. ja, kann man machen. Man sieht jetzt auch gleich, was hier ganz schön ist. Nämlich bei vielen Farben, also wenn du mit Acryl zum Beispiel arbeitest und die Farbe ist eingetrocknet, ist sie eingetrocknet. Kannst du nichts mehr mitmachen. Mhm. Vorbei. Hier gehst du einfach mit dem Wasser rein und sie wird wieder benutzbar. Mhm. Toll, oder? Also ich finde, das ist super praktisch, aber jetzt wollen wir ja erstmal unser Papier nass befeuchten, also nass machen. Vielleicht gebe ich dir auch den größeren Pinsel. Ja. Guck mal, dass das nicht so lange dauert dann. Also erstmal schön das Papier einfeuchten. So. Und dann müssen wir echt jetzt hier zügig arbeiten. Weil das doch relativ schnell. Sehe ich irgendwelche Fusseln? So. Trocken wird dann. So, genau. Mal ein bisschen gucken. Man kann ja auch sagen, okay, wir fangen jetzt hier oben schon mal. Ich fange ja oben schon mal an. Ich mische uns erstmal mal ein schönes Blau zurecht. Das Abendstimmungsblau. So. Jetzt bei den dunklen Farben ist es auch nicht allzu schlimm, wenn man da nicht den Pinsel immer vorher nochmal so richtig sauber macht, weil es eh immer wieder gewischt wird und so. So, und dann setzen wir wieder hier oben an. Und gucken, was passiert. Ziehen wir dir erstmal das Blau noch ein bisschen nach unten. So, ich muss jetzt hier noch mal ein bisschen nachlegen. Huch, siehst du, war der Pinsel nicht ganz sauber, aber ist nicht so schlimm. Wir wollen ja eh einen Himmel. Und dann nehme ich hier den Rotton und gehe einfach hier so rein. Und dann vermischen wir das Ganze. Dass hier so eine schöne Abendstimmung entsteht. Naja, Sonnenuntergang, die Sonne ist schon untergegangen. Vergiss nicht das Rot. Mhm. Also, ne, nicht, dass du jetzt alles blau machst. Wir wollen ja hier noch ein bisschen reingehen. So. Genau,
ich es noch weiter runter. So. Genau. Und jetzt sehe ich, bei mir ist hier oben schon fast ein bisschen zu trocken. Wir wollen ja noch Wolken machen. Also ich gehe jetzt mal hier rein. Ein bisschen tupfen. Ein bisschen hart. Tupfen, tupfen, tupfen. Du musst dann auch mal bei dir gucken, dass du nicht, ja, dass du es nicht vergisst. Deine Wölkchen. So. Genau, siehst du, jetzt war ich nämlich schon zu langsam. Bei mir ist hier oben schon zu trocken. Es gibt halt weniger Wolken. Oder eher im Rot hier unten. Kann ich ja dann jetzt so. Kann ja jeder machen, wie er möchte, sagt. Soll halt so sein, ne? Genau, siehst du, und jetzt haben wir ja die Tupfenwolken bei dir. Du kannst auch wirklich so, das ist eine schöne Wolke geworden. Hübsch. So sieht's gut aus. Mhm. So, können wir mal einmal kurz zeigen. Nein, hoch. Geht fest. Direkt festgeklebt. So, dann hier einmal haben wir doch schon was Schönes geschaffen. Ja. So. So, guck mal, hier unten ist bei dir noch, kannst du vielleicht noch ein Stückchen rüberziehen, dass die Feuchtigkeit darüber geht. Und ja. Doch. Dann können wir schon die nächste Farbe auftragen, nämlich unsere Berge. Berge sind ja bekanntlich, wenn sie Bäume haben, etwas grün. So. Aber da wir ja schon eine Abendstimmung haben, ist es also alles nicht mehr die Farben. Die verwischen ja dann alle miteinander, vermischen sich. Das heißt, es wird ja dann auch wieder eher so dieses dunkle, grau, grün, bläulich vielleicht, wenn das in so einer Abendstimmung ist. Das heißt, wir mischen uns hier so ein schönes, dunkles Blau-Grün an. Und dann nehmen wir einen runden Pinsel und malen einen Nadelbaumwald. Und das machen wir ganz einfach, indem wir also die Spitze unseres runden Pinsels nass machen. Vielleicht auch eher ein bisschen mehr feucht als trocken. Und dann überlegen wir uns, okay, der eine Berg kommt von der einen Seite, der andere von der anderen. Der eine ist weiter hinten, das heißt, der ist ein bisschen blasser, der andere ist weiter vorne, der ist ein bisschen stärker von der Farbe. So. Und dann ist es eigentlich so, wenn man tupft und du diese kleinen Spitzen hast, entsteht schon so die Silhouette von einem Waldstück. Jetzt muss ich ja gucken, mein Blau geht nur bis da drüben hin. Ich muss also ein bisschen weiter hochtupfen. Genau, so. Und dann kann man ja sagen, hier geht's aber tief weit runter. So. Vielleicht hier noch ein bisschen weiter hoch. Und dann nochmal ein bisschen Farbe aufnehmen. Genau, und dann nach unten ziehen. Und dann kannst du auch dieses Getupfte so ein bisschen beibehalten. Weil ja vielleicht auch bei dem Berg, also vor dem Berg, auch nochmal kleine Hügel sind. So eine kleine Landschaft. So. Genau, erstmal so ein bisschen. Dann kann man jetzt hier nochmal so ein bisschen Struktur reinbringen. So. Ja, bei dir ist mal ein bisschen feucht gewesen. Dein Berg ist sehr weit im Hintergrund. Ja, genau, das ist der Hintergrundberg. Genau, genau. Auch erstmal so trocknen. Aber man erkennt es schon ganz gut. Also das sieht ja jetzt fast hier wie im Elbsandsteingebirge. Würde ich mal sagen. Also bei mir zumindest. Bei dir ist es wie eine ganz zarte Feenlandschaft.
können es ja gleich mal zeigen. Also ich glaube, dein Papier ist noch ein bisschen zu nass. Du müsstest vielleicht noch einen kleinen Moment warten. Wir können noch mal kurz den Unterschied zeigen. Also, das ist, ja, Elbsandsteingebirge. Das ist, also, ja, doch eine im Nebel sich befindende kleine Waldlandschaft. Ja. Ja. Also, selbst darin kann man noch, also, es ist ja nicht falsch. Es ist halt, wie gesagt, nicht ganz das, was ich jetzt mit dir machen wollte, aber es ist ja trotzdem, entwickelt sich daraus etwas. Das ist das Schöne an der Aquarellmalerei, dass daraus was entsteht. So. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass du nicht malen kannst oder irgendwas, weil du kannst, das hast du ja schon bewiesen. Und da muss man sich mal frei von machen, von diesem ich kann es nicht. Einfach machen. Wer kann sich schon anmaßen zu sagen, es ist richtig und falsch? Eben. Deswegen, einfach gerade machen. Gerade bei Kunst. Gerade bei Kunst, das liegt immer im Auge des Betrachters zu dem. Genau, ich mache jetzt trotzdem bei mir schon mal ein bisschen weiter. Mhm. Du kannst da mal ein bisschen drauf pusten, das vielleicht noch etwas antrocknen, so ein bisschen... Genau, und ich guck mal. Dass ich hier nochmal. Voll. Ja, weil ich Gemüse drin. Er pustet doch jetzt. Der will ja den Zuschauer nicht ins Ohr pusten. So, ich mach jetzt hier. Folgendes, ich setze quasi den anderen Berg davor. Eine kleine Hügellandschaft geht bis hier hin. Und ziehe auch hier die Farbe runter. Huch. Jetzt habe ich hier den Effekt, den ich vorhin eigentlich zeigen wollte mit der Struktur. Das ist jetzt nicht gewollt. So, schnell drüber gehen mit Wasser. Und... Da hat sich doch glatt hier noch ein kleiner Berg davor hin, also eingeschlichen. Na, sowas. So. War nicht gewollt. Sieht aber trotzdem doch einigermaßen doch, sieht auch hübsch aus eigentlich. So, ne? Das hier vorne war nicht gewollt, das ist jetzt einfach passiert. Und dann kann man das auch so lassen. Weil ich sage, warum nicht? In der Natur kann das ja durchaus so vorkommen, ne? Das ist doch so ganz hübsch. Dann könnte man überlegen, dass man hier vielleicht das noch ein Stückchen weiter rüberzieht. Und man könnte jetzt auch sagen, okay, mir ist das vielleicht noch ein bisschen, ich möchte noch mehr Struktur reinbringen, noch mehr Tiefe, wie auch immer. Das darf man alles machen, wie man das gerne möchte. Das ist das eigene Werk. Das darf so aussehen, wie man sich das selbst vorstellt. So. Auch hier, finde ich, wird das Ganze dann noch ein bisschen mit Vögelchen aufgepeppt. Und dann... es ist immer ganz schön, also das ist, weiß ich nicht, ich sehe so, dass ungerade Zahlen immer schöner aussehen, also 3 statt 4 Vögel oder auch wenn man ein Blumenarrangement malt, dann ist es, oder ein Blumenstrauß gestaltet, ne, ist auch lieber schöner dann zu sagen, man nimmt 5 statt 6 Blumen, weil sich das irgendwie besser verteilt. Und so ist jetzt auch hier, ich werde also eine ungerade Anzahl an Vögelchen da reinmalen, die da fliegen, über meine Landschaft hinweg. Faust quasi. Wobei mit 2, finde ich, geht es immer noch. Also 2, wo man denkt, naja, 2 einsame Vögelchen. Aber schöner sieht es dann meines Erachtens aus. Wobei auch da, es kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber für die Harmonie setzen wir noch ein drittes rein. Und dann wäre es auch ganz schön, wenn man so ein bisschen drauf achtet, vielleicht, dass die in die gleiche Richtung fliegen. Weil Vögel ja meistens, wenn sie im Schwarm unterwegs sind, eher so in eine Richtung fliegen. Dass man da nicht so ein Durcheinander und ein Gewusel auf dem Blatt Papier dann hat. So. Ich finde, meins ist fertig. Ich lasse das jetzt so. Das ist auch eine Sache, was man lernen muss, dass man irgendwann sagt, okay, mein Kunstwerk ist jetzt fertig. Ich lasse es so, weil man kann es auch kaputt optimieren. Das passiert auch manchmal. Dass man denkt, ach, ich setze jetzt doch noch was drauf und dann denkt man, ach, hätte ich es mal gelassen. Das ist jetzt nicht so schön geworden. Bei manchen Dingen kann man es korrigieren. Hier ist es ein bisschen schwieriger jetzt. Aber ich lasse es so und das ist fertig. Und wer an unserem tollen Gewinnspiel mitmacht, kann unter anderem dieses tolle Kunstwerk gewinnen. Und dann zeigen wir gleich deins. Ich bin begeistert. Das sieht toll aus, was du machst.
Jetzt frage ich mich nochmal, ja, wie hast du das nochmal hingekriegt, dass du die dunkleren Farben hattest? Hast du jetzt einfach also ich habe jetzt, ich bin nicht nochmal ins Wasser reingegangen, sondern einfach gleich direkt in die Farbe rein. Ja. Und du musst es aber noch ein kleines bisschen halt kurz antrocknen lassen, damit dann wirklich, weil wir es ja vorhin, ich kann es nochmal ganz kurz zeigen. Also wenn du das antrocknen, doch hier unten hatten wir das ja unter anderem gemacht, ne? Dann hast du quasi die Farben übereinander, ansonsten passiert ja das, dass die so ineinander übergehen, wie hier so, ne? Und wenn du es antrocknen lässt, Farbe über Farbe, dadurch kann man so diese Schattenwirkung erzielen. Aber das sieht schon ganz fantastisch aus und das Schöne ist eben, ich habe ja so mehr oder weniger die Technik gerade vorgegeben, wie wir es machen, aber was am Ende bei rauskommt, weil es sind zwar sehr unterschiedlich, aber sehr schöne Werke. So, kannst du nochmal reingehen, genau. Mal gucken. Einfach mal gucken, auch was jetzt passiert, ne? Mhm. Da kommt es natürlich auch drauf an, wie dick ist der Pinsel, den man verwendet. Also wenn man jetzt wie hier, haben wir ja, du hast einen feineren Pinsel als ich. Das heißt, deine Baumspitzen sind auch feiner. Bei mir sind sie dann eher ja, fast schon wie Pappeln, ne? So, ich glaube, Pappeln sehen ja auch so aus. Mhm. Bei dir ist es eher so eine, wirklich so eine Nadelwaldlandschaft. Fantastisch. Also ich bin ganz begeistert. Also ich hatte schon Angst, dass das hier, nicht so gut wird. Nein, das weiß ich nicht. Ich hatte Angst, dass da vielleicht ein großer Farbfleck entsteht. Aber nein, das ist ganz zauberhaft, was du da kreierst. Ja. Ich habe dann auch, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Also... Ja, eine Stunde noch, ja. Ich habe auch noch so ein kleines Quiz vorbereitet, so ein kleines Kunstquiz, wenn du Lust hast. Es ist nicht schwer. Ich habe nur fünf Fragen. Die sind ja nicht äußerst kompliziert. Die Zuschauer dürfen auch gerne mitraten, wenn sie wollen. Dann können wir nämlich in der Zwischenzeit halt warten, dass das trocknet. Und dann gucken wir mal... wie multitaskingfähig du bist, ob du malen und rätseln kannst. Und zwar, womit fangen wir denn an? Mit was Einfachem. Okay, also Van Gogh, ich zeige jetzt das Bild mal hoch, also du darfst es auch kurz sehen, dieses Bild. Mhm. Hat Van Gogh gemalt und wie wir ja wissen, er schnitt sich das Ohr ab und landet dann irgendwann in einer psychiatrischen Klinik. Und in dieser psychiatrischen Klinik hat er also dieses Werk gemalt und ich zeig's nochmal ganz kurz, die Stadt, die da zu sehen ist, oder das Dorf, das existiert wirklich, nämlich da, wo auch die Klinik war. Ich sag auch, wo es war. Nein, ich sage es nicht, wo es war. Die Frage ist, wo war was es? Ist das? Was ist das für ein Ort? Ich gebe dir drei zur Auswahl, dann kannst du raten. Okay. Ach, das ist aber lieb, danke schön. Ich wurde schon mal gelobt, du wirst auch gleich gelobt, weil ich finde, du kannst es fast schon so lassen, so wie das jetzt entstanden ist. Genau, also wir haben zur Auswahl Avignon, Saint-Rémy und Paris. Kann ich nochmal das Bild sehen? Ja, mit Sicherheit, du darfst das Bild nochmal sehen. Also Avignon, Saint-Rémy oder Paris. In welcher psychiatrischen, wo war die psychiatrische Klinik, wo dieses Bild entstanden ist, was das Dorf zeigt, was dort zu sehen ist? Dann würde ich sagen Saint-Rémy. Richtig! Perfekt. So, die nächste Frage. Leonardo da Vinci. Mhm. Also, das ist schon relativ, ich gebe es mal vor, weil die Frage wäre zu einfach gewesen, wo wurde Leonardo da Vinci geboren? Gibt es auch Antwortmöglichkeiten? Ich habe ja gerade gesagt, die Antwort wäre zu einfach. Ja. Also wir haben schon den Hinweis, Leonardo da Vinci wurde in Vinci geboren, weil das ist die Ortsangabe quasi. Ah. So, aber wo liegt das? In welcher, also in der Nähe von, oder in welcher Provinz oder in der Nähe von welcher Stadt befindet sich das, dieser Ort? Ist es Florenz, Mailand oder Rom? Ich habe jetzt gehofft, dass du fragen würdest, in welchem Land. Okay, dann fangen wir mal an, in welchem Land und arbeiten also das, uns vor. Das ist Italien. Richtig. So, jetzt überlege ich, welche Provinz könnte es sein. Ja,
Also Florenz, Mailand oder Rom? Ich würde auf Florenz tippen. Haben wir irgendwelche Zuschauer, die was gesagt haben? Welcher Ort? Also welche Provinz meine ich? Na schade. Also, es ist Florenz. So. So. Dann kommen wir jetzt ganz kurz mal zeigen, was du hier kreiert hast. So, einmal kurz auf das Bild. Und ist doch fantastisch. Also ich finde es ganz fantastisch. Magst du das selber abreißen oder darf ich das für dich machen? Das darfst auch du machen. Okay, dann können wir nämlich jetzt auch gleich nochmal den Unterschied sehen von der Wirkung quasi, von dem, was wir da kreiert haben. Was also der Unterschied. Huch. Passen muss, dass ich hier nicht selber wegklebe. So. Na. Tja, so braucht man keine Rahmen kaufen. Richtig, guck mal, das sieht doch super fantastisch aus. Guck mal, bei dir sieht es sogar noch so aus, als wenn hier so der Nebel aufsteigt zwischen den Bergen. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen an Harz gedacht. Ja, siehst du, Harzlandschaft. Bei mir ist das Elbsandsteingebirge. Ich finde das ganz toll. Magst du noch Vögelchen reinmalen oder willst du es lassen? Ja, den mach ich oder? Auch noch rein. Okay. Guck mal, dein Himmel sieht da fast, also ich würde ja mal sagen, dein Himmel sieht auch schon harmonischer, aber bei mir ist es ein bisschen wild. Guck mal, bei mir kommt ja oben schon so ein kleines Unwetter auf, ne? Es ist nicht ganz deswegen so. Deswegen fliegen ja auch die Vögel richtig, davon. Richtig, die fliegen davon, genau. Wir wollen ja aber dich jetzt nicht langweilen beim Vögelmalen, deswegen die nächste Frage. Also, Claude Monet ist ja bekannt für seine Seerosen, die er gemalt hat. Natürlich. Ja, natürlich. Wie viele dieser Bilder waren es an der Zahl? Also, er war da sehr eifrig dabei. Waren es 80... 150 oder 250 Werke mit Seerosen? Dann tippe ich einfach mal auf 150, auf die goldene Mitte. Möb. Dann waren es 250. Es waren in der Tat 250. Der Mann war... In der Zeit nochmal ein Lob an Dome auch von Sam hier 18. Domes Bild ist mega toll, Herzchen in den Augen. Oh, danke. Oh, siehst du, wunderbar. Also was wollte ich noch sagen? Monet war verliebt in Seerosen scheinbar. Dann, Selbstporträts. Welcher Künstler malte die meisten Selbstporträts oder welche Künstlerin? War es Rembrandt, Frida Kahlo oder Van Gogh? Ich würde auf Rembrandt. Richtig, es waren über 80 Stück, also... Halten wir fest, Monet war verliebt in Seerosen und Rembrandt in sein Ich. In sich selbst. Scheinbar. In den Spiegel. Okay, dann kommen wir zur Mona Lisa. Jeder kennt sie ja mit ihrem seichten Lächeln da. Was ist aber noch das Besondere an Mona Lisa, abgesehen von ihrem Lächeln, von dem Werk? Ist es der Hintergrund, ihr Gewand, das sie trägt, oder sind es die fehlenden Augenbrauen? Ich meine, ich habe mal in einer Reportage irgendwas zu dem Hintergrund gehört und hätte deswegen da drauf getippt. Der kann durchaus spannend sein, ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Nein, es geht tatsächlich um die fehlenden Augenbrauen. Okay. Sie hat keine Augenbrauen. Das war damals so Mode, sich die abzurasieren. Okay. Also das wäre vielleicht mal was für eine eurer nächsten Challenges. Viel Spaß, Jonte. Statt dem Bart Augenbrauen ab. Jo. Damit wären wir ja mit unserem kleinen Quiz schon durch. In der Zwischenzeit ist das hier auch getrocknet. Bei mir, bei dir. Dann können wir gleich nochmal die Vollendung deines Werkes. Oh, super. Ich bin ganz begeistert. Ich hoffe, du von deiner Leistung selber auch. Ja, ich bin so ein bisschen überrascht. Ja? Ja, bist du überrascht? Also, ne? Und da denkt jeder, oh, das kann ich nicht. Und wir hatten es ja in Stefan macht Show. Wir so, oh ja, also Kunst, ich? Nein, überhaupt kein Künstler. Aber nein, wir sehen, es geht mit ganz einfachen Mitteln. Dann wagen wir uns doch jetzt an das Nächste, würde ich sagen. Ich gebe dir nochmal eines des schönen Papieres. Ja. Und vielleicht probieren wir, ich weiß nicht, Happy Little Trees. Ja, wollen wir ein Bäumchen malen? So soll es am Ende aussehen. Okay. Dann verwenden wir jetzt nämlich eine andere Technik. Eine, die auch
recht einfach ist. Also man denkt ja erstmal, oh, das sieht ja, also vielleicht denkt man es auch nicht, aber man könnte erstmal denken, huch, das war ja ziemlich schwer in der Herstellung und weiß ich nicht. Aber ist es eigentlich nicht. Was wir brauchen, ist nämlich jetzt der breite Pinsel. Mhm. Also hier einen schönen breiten Pinsel. So. Darfst du auch einnehmen? Ich gebe dir mal den da. Ja. Also erstmal mal ganz kurz hier schauen, die schön sauber machen, weil ich nicht weiß, was da jetzt hier noch so für Farbe dran hängt. Hier so. Und dann geht es auch schon los. Wir brauchen Braun. Mhm. So. Das heißt, hier haben wir Braun. Das ist aber meist kein sehr schönes Braun. Ne, wie man sieht, das, ich möchte jetzt nicht sagen, woran das erinnert, aber es ist nicht ganz so schön. Deswegen mischen wir uns das hier auch zurecht. Verwenden wir hier noch diesen Farbton. Und dann machen wir es vielleicht auch, weil das ein, was ein bisschen dunkler und ich finde jetzt, das ist ein schönerer Braunton. Darfst aber auch gerne deine Meinung äußern, wenn wir sagen, vielleicht doch noch ein bisschen mehr davon rein. So. Ja, das sieht ja aus. Super, so, jetzt ein bisschen trocken machen. Jetzt nehmen wir nur die Spitze des Pinsels. Also das heißt, wir machen das feucht, so, den Pinsel. Und dann fangen wir von oben an und tupfen quasi, also ich zeige das einmal so, tupfen so nach unten, um erstmal den Stamm vorzutupfen. Huch, nervöse Hand. So. Da kann man ja ruhig, wie es halt beim Bäumchen auch so ist, nach unten hin breiter werden. So. Genau. Vielleicht hier noch so ein bisschen. So, und dann ist ja so ein Baum meist auch nicht einfarbig. Ne, er hat ja auch so Rinde und Struktur. Das heißt, dann könnte man jetzt sagen, okay, man geht doch nochmal ein bisschen diesen anderen Braunton, mischt das nochmal ein bisschen an, macht es relativ trocken, den Pinsel, und geht jetzt aber hier nochmal, gerade hier unten, weil den oberen Bereich wird man nicht wirklich sehen, weil wir ja da unser Grün dran machen, aber vielleicht hier unten dann nochmal so ein bisschen mit der Farbe von an den Rand, dass wir hier so eine schöne Wirkung erzielen. So, genau. Und dann mische ich uns in der Zwischenzeit schon mal das Grün an. Ach, wo gehe ich denn hin? Ja. Wir sind nicht irritiert. Ne? So, ich mische uns jetzt hier ein wunderschönes Grün an. Ich versuche es zumindest. Vielleicht noch ein bisschen Blau mit rein. Was siehst du, dann können wir auch gleich nochmal den Unterschied zwischen unseren beiden Baumstämmen zeigen. Und jetzt war ich kurz abgelehnt. Ich zeige das mal ganz kurz. Also hier sieht man ja auch schon, bei dir ist es strukturierter, bei mir ist es doch ein bisschen verwaschener. Ist beides wunderschön, finde ich. Also das hier, da sieht ja wirklich, da hat man richtig so eine Schattenwirkung drin, ne? Dass du sagst, hier das Licht kommt von hier drüben und dann hast du hier so den Schatten. Genau. Drin, so. Genau. Ja, das war so geplant, ne? Natürlich. Ja, davon bin ich ausgegangen. So, schau mal. Jetzt, finde ich, haben wir doch einen schönen Ton. Und jetzt, das ist jetzt mal, ich sag jetzt mal Bob Ross-mäßig. Das hat er nämlich auch immer gemacht, obwohl er mit Acryl, glaube ich, gemalt hat. Wir nehmen wieder unseren breiten Pinsel, fangen hier oben an und tupfen jetzt, also gehen quasi so, so breit, also so, aber eben so, ne, im Winkel. Ja. Und tupfen uns so nach unten. So. Immer so ein bisschen nach links und rechts gehend und dann nach unten so leicht abfallend. So. Und dann kann man jetzt entscheiden, ach ja, ist das ein gesunder Baum oder ein kranker? Weil manchmal ist es ja doch bei den Bäumen heutzutage leider schon so, dass
irgendwie nur noch die Spitze vorhanden ist und unten so, das wäre jetzt vielleicht ja nicht mehr ganz so gesunde Baum. Genau. So. Dann kann man immer breiter werden oder je nachdem, was man für einen Baum im Kopf hat. Ne? Vielleicht sagst du ja auch, das ist, ich kenne mich jetzt leider mit den Baumarten nicht so gut aus. Das ja. ist eine Fichte oder eine Tanne. Je nachdem. Ja, dann kann man sich nämlich tatsächlich den unteren Teil sparen. Ja, richtig, richtig. So, ein bisschen tupfen. Da hast du recht. So, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche hier doch nochmal ein bisschen anderen Farbton, damit es nicht alles so monoton aussieht. Nochmal ein bisschen. So. Genau, kann man das kurz trocknen lassen. Vielleicht das setze ich hier noch so ein kleines bisschen grün an, dass hier unten noch was ist. Und hier noch ein bisschen. Ja, schön. Wir haben auf jeden Fall zwei verschiedene Baumarten kreiert, würde ich sagen. Finde ich gut. Das finde ich gut, so sollte es sein. So, während das jetzt hier oben noch ein bisschen trocknet, können wir hier unten gleich noch, weil so ein Baum, der steht ja nicht so, der hängt ja nicht in der Luft, mhm. ne? Sondern der braucht ja auch ein bisschen eine Basis. Dann machen wir es wie vorhin, dass wir hier so ansetzen und einfach so ein bisschen in die Farbe reingehen und das so breit ziehen. Und schon steht da nicht mehr einfach so rum, sondern hat einen Boden. Fast schon ein bisschen philosophisch. Genau, bei dir ist es ein schöner grüner Waldboden. Bei mir ist es eher so ein bisschen verdrocknet. Dann können wir gleich nochmal den Unterschied zeigen. Ich mache hier nochmal ein bisschen mehr. Genau. Ich würde es dann einmal kurz präsentieren schon mal, was du da Schönes kreiert hast. Nochmal daneben legen. Und dann müssen wir müssen es nochmal betonen, du hattest das letzte Mal in der 7. Klasse einen Malpinsel, genau. Nicht den Malerpinsel, sondern einen Malpinsel mhm. in der Hand. Ich bin begeistert. Guck mal, vor allem bei dir so, also es ist da wirklich, ne, schon hier diese Wirkung, du hast wieder dran gedacht, bei dir kommt das Licht von hier wahrscheinlich, mhm. dass du nach rechts hin dunkler wirst. Ich habe einfach drauf losgetupft. Aber trotzdem fantastisch, fantastisch. Genau, und jetzt können wir nämlich überlegen, dass wenn das gut getrocknet ist, dass wir nochmal mit ein bisschen mehr Farbe hier drüber gehen, dass das nicht so aussieht, als wäre jetzt nur noch... Gibt es natürlich auch, dass die Bäume nur noch auf einer Seite begrünt sind, mhm. weil man doch den Stamm ja sehr deutlich genau, durchsieht. Genau, die sieht man jetzt noch so ein bisschen durch. Gibt es ja, was weiß ich, Sturm Kyrill, auf einer Seite alles weggepustet, nur noch auf der anderen Seite da. Da können wir jetzt dann nochmal, wenn das gut getrocknet ist, nochmal ein bisschen drüber gehen. Ich glaube, da sind wir jetzt auch schon so weit, dass wir hier nochmal mit nicht ganz so viel Wasser und wirklich Farbe drüber gehen und dann nochmal so stellenweise das Tupfen. Genau. Und da kannst du ja dann, musst du ja nicht genau das gleiche, was auch genau die gleiche, jetzt nicht nochmal genau in die gleiche Fläche gehen, weil wir ja quasi die Tiefenwirkung auch gleich mit darstellen wollen, ne? Vorne und hinten. Das heißt, man kann ja hier auch nochmal drüber gehen, so. Und das so gestalten. Bei mir sieht man es immer noch durch. Ah ja, das ist nicht so schlimm. Ich würde meins hier oben jetzt auch erstmal so lassen. Und weil ich der Meinung bin, das Bäumchen, es wäre sehr einsam, wenn es so alleine da im Wald steht, können wir noch was daneben malen. Also ich würde jetzt einen kleinen Pilz daneben malen. Du kannst, wenn du magst, oder noch ein kleines Bäumchen. Man kann ja noch ein kleines, so ein Babybäumchen noch daneben malen. Ja, das mache ich. Ich male ein kleines Babybäumchen noch daneben. Den Nachwuchs sozusagen. Mal schauen, ob ich den hinsetze hier so. Ja. Genau. So.
Und dann noch mal mit dem Grün. So, wieder gleiche Technik. So. Der hat noch nicht ganz so viel Grün, weil er noch so klein und jung ist. Ja, ich würde sagen, meins ist fertig. Dann können wir gleich, kannst du dir noch überlegen, was du da Schönes hinmalen möchtest. Ja, ich probiere einfach auch nochmal einen kleinen Baum. Also ich kann ja auch nochmal ganz kurz nochmal den Unterschied zu dem, was wir, warte mal, genau, das kann ich ja nochmal zeigen. Also wir haben jetzt hier so ein Nadelbäumchen. Das kann man also so mit der Pinseltechnik machen, wie eben beschrieben. Oder wie wir es vorhin hatten, ich male den vielleicht doch mal noch daneben, dass man eher so einen runden Pinsel nimmt, vielleicht nicht den, der ist ein bisschen sehr dick, so ein. Gehe ich auch nochmal ins Braun rein. Der hat jetzt eine andere Baumstammfarbe, weil es ein anderes Bäumchen wird. So, und da kann ich jetzt einfach so sagen, okay, jetzt Baumstamm auch noch mal ein bisschen dunkler werden an der Seite. Ganz kleines bisschen. So. Ein bisschen das Wurzelwerk. Und dann mache ich im Unterschied dazu jetzt, dass man auch einen Unterschied erkennt, nehme ich mal ein helleres Grün, wo ist ein bisschen krass. Das ist ein bisschen sehr gelblastig. So, schöner. Und dann kann man hier dann wirklich jetzt sagen, okay, man macht das mit so einem runden Pinsel, wie wir es vorhin ja schon mal so ein bisschen gemacht haben. Und geht dann hier so links und rechts rein und zieht da so rüber. Kann man auch sagen, hier unten noch ein bisschen Tannengrün dran. Wenn man jetzt sagt, ach, das ist mir aber irgendwie zu grün, dann kann man ja auch nochmal mit der anderen Farbe reingehen. Und hier seiner Fantasie freien Lauf lassen. So, das ist jetzt quasi, da haben wir jetzt wirklich zwei verschiedene Baumarten nebeneinander. Einfach nur, weil wir einen anderen Pinsel genommen haben und das ein bisschen anders gemalt haben. Der ist süß geworden. Kann man nochmal zeigen. Der ist sehr buschig. Ja, das ist ein weiter entfernter. Der im Hintergrund steht. Ah ja, okay. Ja, siehst du, ja schön. Also so kann man das auch machen. Und so einfach ist es quasi, einen Baum zu malen. Ja. Wer hätte das gedacht? So, dann lege ich die mal da drüben hin, ne? Dass wir mal unsere Kunstwerke irgendwie so ein bisschen zum Trocknen schön platzieren können. Dann wollen wir uns an einen Flamingo wagen. Das sieht so richtig schön kompliziert aus. Ist es gar nicht. Also, gut, es ist nicht einfach, aber du hast ja jetzt schon, was soll ich sagen, also du hast ja den Grundkurs schon bestanden. Ich bin ja schon auf Baumlevel. Du bist jetzt schon auf dem Expertenlevel fast angekommen. Nein, aber genau. Wagen wir uns doch, damit ja keiner denkt, naja, so ein Bäumchen malen, das kann ich auch. Ne? Wir probieren mal, was jetzt bei rauskommt. Was man natürlich darf, ist, man darf Bleistifte verwenden und sich ein bisschen was vorzeichnen. Was man beachten muss, ist, man sieht es durch. Also nicht zu doll aufdrücken. Mhm. Wir wollen auch nicht dann noch radieren oder so. Deswegen also wirklich ganz, ganz zart vorzeichnen. Und da ist es besser, man nimmt einen eher härteren Pinsel. Bleistift. Also einen ganz, ganz weichen. Also so ein B, weiß ich, ja. Wo du einen Strich machst und dann hast du hier schon Fläche schwarz, ist da ungeeignet. Also wirklich eher was Härteres. Und dann ganz zart, weil man es durchsieht. Kann natürlich auch mit Absicht sein. Also wenn du sagst, ja, man möchte, dass man meine
Strichzeichnung, die ich vorher gemacht habe, durchsieht. Mhm. Ist auch ein stilistisches Mittel, ist dir überlassen. Wenn du es nicht willst, ganz vorsichtig. Mhm. Und jetzt gucken wir uns das Objekt, was wir malen wollen, nochmal an. Und da ist nämlich das Schöne, man muss sich einfach überlegen, was hat das hier für eine Form? Erstmal im oberen Teil. So. Das sieht aus wie eine 2. So. Genau. Das heißt, ja, genau. Du überlegst, okay, das sieht aus wie eine 2 und eine 2 kannst du ja schreiben, ja. Ne? Da gehe ich mal davon aus. Und das überlegt man sich dann einfach, dass man diesen Schwung von der 2 mitnimmt, um erstmal diese Form, die obere Form aufzumalen. Mhm. Ganz zart mit deinem Bleistift und dann, probieren wir das jetzt mal aus. Also. Und dann musst du überlegen, halt eher im oberen Bereich den Körper, weil ja dann unten noch die langen Beine dran kommen. Ne? Also nicht, dass die jetzt hier so. Und sonst wird vielleicht ein Kurzbein. Oder es wird ein Kurzbein oder er hockt oder hat sie verloren oder was auch immer, aber nur, dass du bei deiner Bildkomposition daran denkst. Ja. So, und dann eine schön, unten die zwei, dass der untere Bogen quasi, wenn man das jetzt hier, der schön geschwungen ist. Mhm. Also damit wir auch den Rumpf nicht so ohne sondern richtig so so geschwungen. Okay, dann gucken wir mal. Und schön zart. So. Genau, dann machst du fast das Gleiche nochmal mit dem unteren, weil wir ja auch einen Unterteil haben quasi. Und da musst du dann aber darauf achten, dass das dann eher so, der wird jetzt ein bisschen dick hier, ein bisschen geschwungener. Siehst du, meiner wird Krebelbeinchen kriegen hier. Aber gut, dann ist das halt so. Wir sind ja tolerant und Diversität und alles ist erlaubt. Kann einem ja keiner vorschreiben, ne? Das kann ja so. Perfekt, genau. So, du hast ja bei dir jetzt quasi fast schon den Schnabel mit reingemalt, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, genau. Ich hab das noch ein bisschen freigelassen. Der kommt bei mir jetzt hier unten noch extra dran, so ein Hakenschnäbelchen. Und dann brauchst du quasi noch dieses kleine Geschwungene vom Gesicht. Ja. Also hier nochmal, was man hier ein bisschen erkennen kann. Das weiß ich nicht, ob du da noch mal drauf gucken möchtest. Genau, so. Und dann können wir ja die Beinchen schon mal so ein kleines V, das vordere, und dann geht es so nach unten. Die neue Spezies Kurzbein-Flamingo. Ich sag's auch noch vorher. Naja, ist ja auch egal. und ich sag jetzt mal, bei mir knickt da das andere so nach hinten weg. So, genau. Dann haben wir uns das schon mal ganz grob vorgezeichnet. Kannst du noch ein zweites Beinchen dran malen. Vielleicht hat er das andere auch nach oben geklemmt. Das ist dir überlassen, wie du das möchtest. Perfekt, vielleicht noch ein Füßchen. Oder du kannst ja da auch ins Wasser stellen. Ah, das ist eine gute Idee. Das ist doch eine gute Idee. Also da fällt mir doch gerade was Tolles ein, ja. Wenn die Beinchen zu kurz werden, einfach ins Wasser stellen. Man ja beinahe wird kurze Beine haben, aber es ist okay. Es ist ja wurscht. So, und dann können wir noch das Gesicht, kannst ja schon mal so ein bisschen vielleicht auch das Auge einzeichnen, wie hier, dass du dann dran denkst, diesen Bereich freizulassen, weil wir haben ja keinen Weiß. So. Und dann würde ich jetzt hier einfach mal mit den Farben kurz einen Prozess machen, weil wir ja jetzt einen schönen anderen Farbton brauchen, damit sich das nicht allzu sehr miteinander vermischt. Ach, was man vielleicht auch sagen kann, was ich hier genommen habe, das ist einfach so eine Servierporzellanplatte. Also das ist jetzt nichts Special-mäßiges, einfach weil bei meinem Farbkasten da oben, das ist alles schon so. Da würde also auch jeder normale Teller funktionieren. Genau. Und wie man sieht, gehen die Farben auch wieder ganz gut raus. Die geht super ab. Ich könnte jetzt ein bisschen mit Wasser, ich kann ja mal hier so eintunken und das mal hier schön ein bisschen sauber machen. Genau.
Genau, dann haben wir nämlich die Taschentücher ja auch gleich nochmal benutzt. Das ist besser, ne, so. Dann nicht nur für das bisschen Wolke. So. Perfekt. Und dann kann man ja auch schon mal sehen, wie mein Wasser jetzt hier aussieht. Deswegen die Empfehlung, sich nochmal ein Glas mit sauberem Wasser daneben zu stellen. Dass man wirklich den einen nur verwendet, um die Pinsel auszuwaschen. Da habe ich zwischendurch auch nicht so ganz dran gedacht. Aber man sieht es spätestens dann, wenn man mit diesem Wasser, das nass macht und aufs Papier geht. Dann denkt man, dann bleibt die Stelle nicht mehr weiß. Richtig, die bleibt dann nicht mehr weiß. So, also jetzt hier so schön rein. Und schön die Farbe an sich nehmen sozusagen. Und dann können wir hier gleich schon daneben noch so ein bisschen das andere Rot mit dazu packen. Dann vermischt sich das hier auch stellenweise. Genau, und man sieht ja auch da schon, dass du so einen Verlauf da drin hattest. Genau, genau. Und dann packen wir noch ein bisschen Gelb dazu. Das brauchen wir nämlich auch gleich noch ein bisschen. So, und dann geht es auch schon. Das ist jetzt, habe ich nämlich genau den Fehler gemacht. Ach Mensch. Naja, es geht trotzdem. Und dann fangen wir jetzt nämlich an mit dem Köpfchen. Nehmen gleich die Farbe auf. Es gibt jetzt verschiedene Varianten. Da kannst du jetzt überlegen, wie du gerne möchtest, dass dein Vögelchen aussieht. Also, entweder machst du es wie vorhin, dass du erstmal hier oben anfängst und es nur mit Wasser nass machst und dann mit den Farben reintupfst. Mhm. Oder du fängst jetzt an und nimmst schon mal ein bisschen Rot zum Beispiel und fängst hier oben an und tupfst dann die nächste Farbe rein, um da Struktur reinzukriegen. Also da bist du jetzt völlig frei in deiner künstlerischen Entfaltung. Wie du das willst, kannst du machen. Okay. Und genau, es bietet sich hier natürlich an, einen runden Pinsel zu nehmen. Genau. Ne? Weil sonst das ist einfach schöner. So, ich probiere das jetzt mal so aus. Mal gucken, was passiert. Du musst auch überhaupt, also du könntest jetzt auch sagen, ich will gar nicht die ganze Fläche, ne, sondern ich will vielleicht nur die Konturen andeuten. Das kannst du auch machen. Also da, das ist dir wirklich völlig überlassen, so wie du sagst, soll mein Vögelchen aussehen. Meinst du ja detailreich? Das ist schade, dass das jetzt hier keiner sehen kann. Also, wir haben da doch recht unterschiedliche Herangehensweisen, stelle ich gerade fest. Aber das ist ja auch erlaubt und gewünscht. Hier wird es dann noch ein bisschen dauern. Ich werde dann schon mal mit meinen Beinchen anfangen. Also vielleicht, ich kann das ja mal ganz kurz zeigen, warum ich das jetzt sage, dass das bei dir noch ein bisschen dauern wird. Wir können das ja mal ganz kurz zeigen. Also man kann es so machen und man kann es so machen. Das heißt, dein Pinsel ist doch schon relativ trocken, würde ich jetzt behaupten. Und du machst sehr viele einzelne Pinselstriche. Und ich habe großflächig gemalt. So
So, einfach nur, damit ja keiner denkt, ich erzähle irgendeinen Strutz oder so. Oder ich mache mich über dich lustig oder keine Ahnung. Sondern einfach, guck mal, jetzt habe ich gerade so einen ganz trockenen Pinsel und jetzt habe ich diese... Richtig, genau. Jetzt hast du dieses Granulieren, wird das genannt quasi. Dein Flamingo kriegt also eine wunderschöne Struktur. Eine Häuserwandstruktur. Oder, oder eine Putzstruktur oder wie auch immer. Ist die Frage, ob du das möchtest? Scheinbar ja. Eigentlich nicht, aber okay, ich probiere es gerade mal aus. Probier mal, was da draus wird. So, ich mache jetzt hier meine kurzen Krebelbeinchen. Vielleicht setze ich meinen doch auch ins Wasser. Guck mal, da hatte ich doch vorhin echt noch eine gute Idee, das zu machen. Damit das nicht ganz so... jetzt nicht von den anderen ausgelacht wird. Das Vögelchen. So. Genau, hier kommt dann das Wasser. Mal ein bisschen reingehen. Dann, was brauchen wir denn noch? Den Schnabel, das Auge und das wird dunkel. Das heißt schwarz wie die Nacht. Aber ja, so den Pinsel gut feucht machen, nicht zu feucht. Und dann ganz vorsichtig. Mach's mal eher andersrum. Dass man wirklich so die Pinselspitze ansetzen kann und dann hier nach oben zieht. So. Setze ich auch gleich das Auge hier rein. Und da was sieht. Dann das trocknen lassen. Und jetzt kriegt er noch ein bisschen Gefieder. Genau, du bist schon beim Gefieder. Bei mir kriegt das jetzt noch. Nehme ich auch wieder den kleineren Pinsel jetzt. So. Also mal zeigen, eher den kleineren. Als eben weniger Wasser, mehr Farbe. Und dann sage ich, okay, von hier oben sehe ich das so nach unten. So ein schönes Gefieder. Bisschen franzig. Jetzt ganz realistisch, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es sieht hübsch aus, finde ich. So schön geschmückt. Ja, genau. Und dann hatten wir ja gesagt, wir setzen ihn ins Wasser. Genau. Weil die Beinchen doch ein bisschen kurz geworden sind. Also, nehme ich wieder den breiteren Pinsel. Kleines bisschen blau. Einfach hier so. Und da kann man ja auch durchaus hier drüber gehen, weil man ja, je nachdem aus welchem Winkel man guckt, sieht man ja Gegenstände noch, die so ins Wasser reingehen. Und irgendwann wird es ja ganz trüb. Dann erkennt man das nicht mehr so gut. Also hier so wird es dann so trüb. So, dann steht er da. Mitten im Fluss. Und freut sich seines Lebens. Und dann kann man beim Schnabel noch ein kleines bisschen, dass das vielleicht noch ein kleines bisschen Struktur kriegt. Da muss man aber sehr vorsichtig malen. Dann hier noch ein bisschen so Grau mit reinbringen. Das heißt, ich nehme hier ganz, ganz wenig Schwarz. Wenig und Wassertropfen und gehe hier noch so ein bisschen dran, dass noch so ein kleines bisschen Tiefenwirkung hat.
Ja. Und dann würde ich sagen, ist meiner fertig. Das war vielleicht ein bisschen stark. Das gefällt mir noch nicht so. Ich noch mal dran. So, noch ein bisschen nach unten ziehen, das Grau. So. So schon besser. Genau, und wenn man jetzt Lust hätte, könnte man sagen, okay, man prickt hier noch ein bisschen Grün rein, so Schilf, aber... Ui. Wow. Kann ich zeigen. So, jetzt hier nochmal den Vergleich. Können wir nochmal ganz kurz... Er spiegelt sich in der Wasseroberfläche. Ganz vorne. Die Verlaufstechnik. Die Verlaufstechnik. Du hast mir zugehört. Ich bin ganz begeistert. Siehst du, das gefällt mir. Das finde ich schön, das mache ich jetzt auch so ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich das auch noch hinkriege. Ein bisschen Verlaufstechnik, auch wenn es hier wahrscheinlich schon sehr trocken ist. Also so ein kleines verwaschenes Lila kriege ich auch noch hin. So eine Schattenwirkung. Weißt du, er wirft ja auch Schatten auf die Wasseroberfläche. Genau. Hui. So. Genau. Perfekt. Den kann man zur Seite packen. Da nochmal den Unterschied zeigen zu dem, den ich schon mal vorher gemalt habe. Ist immer auch, also der hier ist ein bisschen schlanker. Dafür, naja, der hier hat mehr gegessen. Da war der wieder längere Beinchen und so. Aber es kommt jedes Mal was anderes bei raus. Meine, das ist auch das Schöne. Man hat so einen dicken Hals, der ist gerade am Essen. Genau, der verschlingt gerade einen Fisch. Also man weiß eben manchmal nicht, was am Ende bei rauskommt. Und das ist auch nicht schlimm, das ist schön. Man kann sich überraschen lassen und seiner Kreativität einfach freien Lauf lassen. Genau. Dann können wir auch schon mal überlegen, was wir... Jetzt haben wir ja noch das Salz. Genau, da frage ich mich die ganze Zeit, was da ist. Was passiert mit dem Salz? Weil ich habe gedacht, als du vorhin sagst, granulieren, Salz. Ach so, okay, aber nein. Hätte, war aber nicht, nein. So, ich erinnere noch mal ganz kurz, während du nochmals an unser wunderschönes Gewinnspiel, was wir haben. Also, ihr dürft gerne eurer Kreativität freien Lauf lassen. Wir freuen uns über eure Bilder, die ihr gestaltet. Die dürft ihr dann gerne bei Facebook, Instagram hochladen, mit uns getaggt. Das ist Lovely Sloth und Snail TV, damit wir euch dann auch finden. Und wer beides nicht hat, darf das dann auch gerne per E-Mail schicken. Wie war eure E-Mail-Adresse? mitmachen@snail.tv. Okay, dann an mitmachen@snail. Nein, at. Snail. Was? Wie war das? Snail.tv, so rum. Genau. Genau, kann das dann da hinschicken. Wir werden das sichten. Bis zur nächsten Stefan macht Show, habt ihr Zeit. Wir werden die drei schönsten im Vorfeld schon mal ausloten, die dann hier präsentieren und dann dürfen die Zuschauer voten, welches das Schönste von allen ist und den Preis gewinnen darf, möchte, soll, und das werden wir dann verkünden. Also macht fleißig mit, wir sind gespannt auf eure Kreationen, was ihr da Tolles zaubert, und wie wir sehen, also keiner kann jetzt mehr behaupten, ich kann es nicht, denn wir haben gesehen, es geht. Ja. 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 Sehr schön. Genau. Sollen wir das nochmal kurz zeigen, deine Kreation? Können wir ja mal. Können wir zeigen das nochmal hier. Schön. Ich finde es ganz schön. Also es ist richtig hübsch geworden. Ja. Wenn du das jetzt so siehst, was denkst du? Ich würde sagen, das ist jetzt nicht fotogetreu. Muss es, sondern auch nicht. Es ist ja Kunst. Es ist Kunst. Und wie gesagt, wir machen ja Aquarellmalerei. Das heißt, da ist ja eh jetzt meines Erachtens nicht unbedingt der Anspruch, dass man das fotorealistisch wiedergibt. Ja. Und ich habe mich letztens mit jemand unterhalten, der meinte, fotorealistisch zu malen, das ist eine Technik, nicht unbedingt eine Kunst. Mhm. Das heißt, es ist ja viel schöner, das aus sich herauszulassen und etwas Schönes zu kreieren und zu zaubern, auch mit den Fähigkeiten, die man hat, als einfach nur etwas durch eine erlernte Technik so haargenau nachzumalen. Aber da kann ja
da sind die Ideen, Meinungen und sowas da recht verschieden. Aber fand ich gut den Ansatz. So, dann kommen wir jetzt zum Salz. Mhm. Genau. So, jetzt packe ich den hier auch nochmal zur Seite. Pack den auch mit zur Seite, genau. Das heißt, unsere wunderschönen Kreationen könnt ihr gewinnen am Ende. Und jetzt kommen wir zum Salz. Was kann man damit machen? Also ich habe das auf dem einen Bild schon mal ein bisschen versucht anzudeuten. Aber nein, das zeige ich jetzt nicht, denn wir wollen noch ein bisschen Überraschung lassen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen ins Universum und arbeiten mit Dunkelblau und Lila und ein bisschen Gelbtönen und versuchen da eine schöne... Ein schönes Gebilde entstehen zu lassen. Mhm. Also wortwörtlich ins Universum. So. Pinsel. Da bin ich mal gespannt. Ja. Pinsel. Und wir brauchen... Du hast jetzt den breiten oder den runden genommen? Ich habe jetzt den runden genommen. Genau. Wir tupfen mehr, als dass wir streichen. Okay. Also wir tupfen, genau. Und was brauchen wir? Wir brauchen da ein sehr dunkles Blau. Das mische ich uns mal schnell an. Du kannst da, wenn du magst, schon mal so ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr Gelb da hinbringen, sozusagen. Und dann können wir noch mit Lila arbeiten. Auch richtig kräftige Farben nehmen. Ups! Pinsel, Kreuzer. Was haben wir denn da jetzt? Was ist das? Also es hat mit Gelb nicht mehr viel zu tun. Der Pinselkampf hat gerade direkt die Vermischung von Gelb und Blau geführt. Ich würde sagen, Blau hat gewonnen. Ja, mein Pinsel wurde auch direkt grün. Na sowas. Das war aufpassend. So, ich mach das hier nochmal. So, vorsichtig. Ich möchte jetzt hier nochmal das Blau daneben. Und dann gleich noch ein bisschen Lila, dass wir einfach die Farben parat haben, ne, wenn wir jetzt hier gleich loslegen. So, halt hier rein. Perfekt. So, super. Genau, jetzt können wir überlegen, ob du noch mal was ob du noch mal einen Bereich abkleben möchtest. Oder, also ne, hier zum Beispiel habe ich ja noch mal abgeklebt. Oder ob du sagst, du möchtest die ganze Freifläche benutzen. Was man auch machen kann, ist, dass man wie bei so einem Polaroid, ne, so hier das so abklebt, dass du wirklich, als hättest du ins Universum rein fotografiert. Also das kannst du dir überlegen, wie du willst. Stimmt, das probiere ich mal. Ja, probier das aus. Das Tape ist da drüben. Mhm. Das Schöne an diesem Tape ist, dass es ja noch diese kleinen Kästchen drauf hat. Das heißt, da kann man auch relativ gerade dann abkleben, ne? Falls man da so ein bisschen grobmotorisch unterwegs ist oder so. Aber es geht ja auch jedes andere Tape. Ich fange jetzt hier schon mal an mit dem Blau und tupfe jetzt hier einfach schön dick, fett, wässrig die Farbe auf. Huch, guck mal, jetzt verläuft das hier drüben. Ist ja nicht schlimm, das sieht wunderschön aus. So, hier brauchen wir richtig gut die Farben. So, müssen wir ein bisschen schneller arbeiten, weil wir ja gleich noch das Salz aufbringen wollen. Hier jetzt für einen Farbenmix. Interessant. So, noch mal ein bisschen sauber machen. Huch, guck mal, jetzt ist er hier. Und so ein schönes Grün zusammengemischt. Naja, ist nicht so schlimm. Der Pinsel war nicht ganz sauber. Ja, gehen wir direkt ins Gelb rein, dass wir hier das noch reinmischen. Gleich noch wieder Blau und Lila und alles hier miteinander so rein. Ihr könnt schon so ein bisschen schneller arbeiten. Richtig schön stark, kräftig die Farben. So, hier nochmal. Nochmal schön Blau. Und ich bleibe jetzt mal hier im oberen Bereich, weil man muss hier doch relativ bei dem Papier schnell arbeiten.
und mache jetzt Folgendes. Ich habe einmal ganz feines Salz. Das bringe ich jetzt hier auf. So an manchen Stellen. Nicht überall, sondern wirklich nur so partiell, sag ich mal. Ein paar Einzelkörnerchen. Und ich habe grobes Salz mitgebracht, das grobe Meersalz. Ja. Und das kann man hier auch noch so an manchen Stellen fallen lassen. Und dann heißt es warten, warten, warten. Und in der Zwischenzeit kann ich meinen unteren Bereich noch vollenden. Während du noch schön klebst. Genau, damit bin ich jetzt auch endlich fertig. Genau, super. Super. Also dann mache ich jetzt mal hier unten weiter. Vielleicht hätten wir mit der Technik eigentlich auch anfangen sollen, weil man doch ein bisschen warten muss. Aber man sieht hier schon schön, was passiert. Siehst du nämlich, was passiert? Das verläuft alles so ein bisschen. Und? Was macht das Salz? Ach, das Salz. Das entzieht jetzt die Farbe. Genau, das Salz entzieht die Farbe. Und damit kann man einen ganz wunderschönen Effekt quasi erzielen, wie ich finde. Also da kommt es dann halt drauf an, wie fein das Salz ist, wie viel man dann da aufbringt. Man kann jetzt, wie gesagt, Universum machen. Du könntest aber auch vielleicht, wenn du so eine jetzt komme ich nicht auf den Begriff, Wellen hast, so einen Strand und dann kommt so das Wasser an und da vorne, wo sich das dann so aufbauscht quasi, das Wasser, kannst du das dann so wellenförmig machen. Also da lassen sich ganz unterschiedliche Effekte mit erzielen. Du musst darauf achten, dass das richtig nass ist, das Papier, also auch die Farbe, damit noch genug dann entzogen werden kann durch das Salz quasi. Wenn es zu trocken ist, dann funktioniert das nicht mehr richtig. So. Du darfst auch gerne direkt in die Farben hier reingehen, wenn du jetzt sagst, okay, ne, dieser Farbmischerei hier, so, wir haben ja hier gerade schon so einen kleinen Farbsee jetzt. Ist vielleicht auch nicht das Beste, wenn man einen Teller nimmt, der dann so nach innen sich wölbt, biegt, wie auch immer. Aber was anderes hatte ich jetzt nicht zur Verfügung, deswegen habe ich das genommen. Aber es ist nicht schlimm, wir kommen ja trotzdem irgendwie zurecht, ne? Genau. So. Farbmischmasch hier rein. So. Hier vielleicht auch noch ein bisschen lila an der Stelle. Also da ist ja der Fantasie freien Lauf gelassen. Da kann man tun und lassen, was man möchte. Vielleicht sage ich jetzt hier auch nochmal. Man sieht sie jetzt, mein Papier ist schon gut feucht, wölbt sich auch ziemlich und gehe ich nochmal ein bisschen mit Salz drüber. Stell es hier schon mal hin, dass du denn das Schweinchen, weiß nicht, möchtest du auch grobes Salz benutzen? Ja. Okay. Dann möchte ich hier schon mal ein paar Körner hin. Dann kannst du da nämlich das dann verwenden. So, ich sehe gerade hier unten. Ich weiß gar nicht, ob wir es noch bis zum Ende der Sendung jetzt schaffen, dass das so komplett trocknet. Wahrscheinlich nicht, aber man kann trotzdem ja schon erkennen, was hier passiert. Nämlich, dass das Salz die Farbe aufnimmt. Und es sieht bisweilen auch wie so kleine Eisblumen, sieht es auch aus. Ne? Also wenn man da jetzt sagt, man möchte da irgendwie was in die Richtung gestalten, wäre das eine Möglichkeit. Ja, das ist alles möglich. Sehr schön. Ja, ist noch gut feucht. Genau, also was ich kann das ja trotzdem jetzt mal zeigen. Was ich hier versucht hatte zu machen, ist eben, hier habe ich mir auch die Bereiche so abgeklebt und mir dann gedacht, okay, was zeige ich in welchem? Und dann hat man hier oben den Mond und hier ist quasi die Optik so entstanden, dass ich erst eine Schicht Farbe aufgebracht habe, habe die ein bisschen antrocknen lassen, dann nochmal eine Schicht und dann erst das Salz draufgepackt. Dann entzieht es halt nicht mehr ganz so stark die Farbe. Das ist klar, weil man ja die untere Schicht schon hat, die schimmert dann durch. Das kann man sich dann also überlegen, wie stark man diesen Effekt haben möchte.
Und genau, da habe ich dann so auch so einen Verlauf drinne gehabt. Genau, und der Mond schön. Ansonsten, was halt, was ich so schön finde an der Aquarellmalerei oder überhaupt dieses Minimalistische, also hier hätten wir jetzt zum Beispiel ein Bild, wo einfach so drei Blumen nebeneinander stehen und dann das Ganze noch ein bisschen umrahmt. Und schon hast du eine wunderschöne Karte zum Beispiel, die du verschenken kannst, ne, wo du jetzt sagen kannst, ach, das ist eine schöne Glückwunschkarte, selbst gezeichnet, mit nur wenigen Pinselstrichen sozusagen. Mhm. Und der andere wird sich drüber freuen, gehe ich mal davon aus. Wenn du, dann, wenn du auch noch sagst, du hast das selber gemalt, ist das doch... Das ist was ganz anderes, als dann, wenn man was im Laden kauft. Genau, und ganz ehrlich, also die sehen ja auch nicht manchmal, also manchmal sehen die auch nicht anders aus, die mhm. Blumen oder die Postkarten oder Glückwunschkarten, die man kaufen kann, wenn dann da sowas drauf ist. Was natürlich nicht, oder was zeige ich mal hier? Da habe ich mich inspirieren lassen von dem Salzschweinchen, was da steht. Also kann man hier auch mal so ein kleines Schweinchen malen. Ist da was vielleicht für Kinder zum Verschenken? Oder, was natürlich nicht fehlen darf, ist das Faultier. Ah, das muss sein. Genau, das ist auch relativ einfach zu malen. Dann ein bisschen Grün dazwischen. Und genau, was vielleicht hier bei Pflanzen ganz spannend ist, dass man auch einfach, das kommen wir ja gleich nochmal, das kann ich ja mal zeigen, während deins da trocknet, vergiss das Salz nicht. Ja. Während meins jetzt hier auch ein bisschen trocknet noch, kann man mal zeigen, wie einfach das doch auch ist, in der Botanik was zu malen. Und zwar, wenn man jetzt hier das Blatt Papier hat. Und wir nehmen jetzt mal ein schönes dunkles Grün hier. So. Und dann setze ich einfach hier oben an. Drücke den Pinsel breit. Gehe wieder nach oben. Und dann sage ich zum Beispiel, okay, mache das jetzt noch hier so ein Strichchen nach unten. Und schon hat man hier oben so ein wunderschönes Blatt. Da kann man jetzt hier nochmal ein bisschen mit einer anderen Farbe reingehen und sagen, okay, die Spitze soll ein bisschen dunkler werden. So. Hier so ein bisschen. Aber letztlich kein Hexenwerk. Und je nachdem, wie dick oder dünn der Pinsel ist, kann man dann feinere oder gröbere Blätter zeichnen. So ein Blättchen. Oder hier noch eins hin. So ganz zart anfangen. Breit den Pinsel drücken. Wieder zart. Und schon haben wir hier eine kleine Pflanze gestaltet. Relativ. Also es kann halt manchmal auch ganz hilfreich sein, sich mit seinem Material mit dem Pinsel mal so ein bisschen hinzusetzen und auszuprobieren, was passiert, wenn ich den Pinsel längs, quer, hochkant oder was auch immer nehme, was kann ich damit schon für Optiken, ganz einfach Optiken erzielen. Ne? Guck mal, jetzt können wir hier noch ein bisschen, wie wir es auch vorhin hatten, wenn man jetzt den flachen Pinsel nimmt und man tupft da quasi so, dann kriegt man so Tannenbäumchen hin. Wenn man jetzt solche Pinsel nimmt, kriegt man eher so breite Blätter hin. Und das ist wirklich ein Pinselstrich und schon hast du so ein Blatt gezaubert. Also das ist, man muss einfach mal ein bisschen ausprobieren, herumexperimentieren und dann kriegt man schon ganz tolle Sachen hin. Anders machen die anderen das auch nicht. jetzt könnte man mal hier noch so ein, noch mal das andere zeigen. Nehme ich auch hier einfach so ganz zart nach unten gehe. Und dann nehme ich meinen Pinsel und mache einfach hier so eine kleinen Tupfen dran. Und schon habe ich ein ganz zartes Pflänzchen gezaubert. Mhm. Also wirklich was ganz, ganz Zartes. Und du denkst, wenn jetzt ein Windstoß kommt, pustet es das um. Noch wirklich ohne großes Hexenwerk, einfach weil ich meinen Pinsel nehme und den mit der Spitze ansetze und nach unten tupfe, entstehen diese kleinen zarten Blättchen. So, da haben wir das daneben. Genau, du kannst jetzt, das können wir auch noch mal kurz bei dir jetzt zeigen. Das ist schön. Guck mal, wie das jetzt
Ja, eine Salzexplosion. So sieht eher mein Mettbrötchen aus. Dann. Ui, ich hoffe nicht in der Farbe. Nein, die Farbe so. Nicht. Uiuiui. Aber genau, das müssen wir jetzt trocknen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht magst du auch noch ein paar Pflänzchen malen? Oder ja, während es trocknet, hier ist mein Papier. Dann kriegst du auch noch mal ein Papierchen. Dann kannst du genau das Gleiche. Du kannst ja auch selber jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren, wenn du möchtest. Mhm. Also wir haben ja noch mehr Pinsel zur Auswahl. Ich habe ja jetzt nur, das sind so die, die ich mal verwende. Aber du kannst ja hier durchaus sagen, du nimmst vielleicht so noch so einen schrägen und guckst mal, was passiert. Oder ganz fein, ganz dünn oder wie auch immer. Oder bleibst bei dem, was du hast. Das ist dir jetzt überlassen. Das darfst du machen, wie du möchtest. Ich werde jetzt mal vielleicht zeigen, was man noch mit dem Strohhalm machen kann. Genau, das hat mich auch interessiert. Genau. Also das ist scheinbar nicht zum Trinken gedacht. Das ist ungern. Vielleicht aus seinem Becherchen kann man noch trinken. Ich glaube, bei mir wäre es schon ein bisschen gefährlich. Also nicht gefährlich, da passiert ja nichts. Aber eben, ob das jetzt schmackhaft ist, ich weiß nicht. So, dann nehmen wir jetzt hier nämlich mal Gelb und machen jetzt hier so einen Tupfen hin. So. Der muss auch schon gut Wasser bei sein. Ach, ich vermute, das ist für genau die andere Richtung. Kannst du pusten und gucken, was da Tolles entsteht. Das wird eine sehr ausgeprägte Pflanze. Guck mal, nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen einen anderen Farbton. Den setzen wir hier noch so mit rein. Und dann mal gucken, ob ich mal in die andere Richtung puste. Also, das ist halt, das kannst du überhaupt nicht, da ist jetzt überhaupt keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Mhm. Ne? Je nachdem, wie dann der Pustefluss ist, so entsteht Pustefluss dann. Leider macht das überhaupt nicht, was man will. Jetzt, so. Okay. Könnte man sagen, hat man schon mal so ein schönes Grundgerüst. Und da gehen wir jetzt nochmal rein. Mal hier noch einen Tupfen hin. So. Pusten. Also es will partout nicht darüber gehen. Das macht mich ja jetzt hier ganz kochermensch. Jetzt darüber. Jetzt. So, das ist übers Ziel hinausgeschossen, aber ist auch nicht schlimm. So. Und jetzt habe ich genug gepustet. Jetzt sage ich, ich möchte die Zwischenräume irgendwie noch so ein bisschen mit Leben befüllen. Und dann gehe ich einfach so hier rein. So, und misch mir das da so ein bisschen, sag ich jetzt hier so, Farbexplosion, gucken, was passiert. Vielleicht auch noch ein bisschen hier so. Ah, okay. Dann können wir von hier unten noch mal ein bisschen Gelb ansetzen. So, und dann sage ich, ich habe eine wunderschöne Blüte gestaltet. Also so blöd sieht es ja gar nicht aus, ne? Einfach so mit ein paar Mittelchen. Und auch hier finde ich, okay, es muss dann noch ein Boden hin, weil sonst schweben die so in der Luft. Jetzt einmal hier so. So, fertig. Ist auch gar nicht die, so viel Zeit haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr, ne, bis das hier zu Ende ist, unsere kleine Malstunde, das Kreativstübchen. Wo habe ich denn, ach, hier drüben liegt mein Bildchen zum Trocknen. Genau, das können wir jetzt hier, genau, da sieht man ja jetzt hier, was da auch Schönes passiert ist. Hier hat sich das quasi so, ist es eher in den Verlauf gegangen.
hier haben wir es eher so punktuell. Also man weiß auch nicht, was passiert. Das ist dann die große Überraschung am Ende. Und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätten, könnten wir sagen, wir gehen nochmal mit Farbe drüber, um dann noch mehr Wirkung zu erzielen. Um noch mehr diese, was weiß ich, zum Beispiel bei mir jetzt Universum oder Wolken oder was auch immer darzustellen. Das dauert jetzt aber noch. Ich sehe, dass das noch nicht ganz trocken ist. Das ist ein bisschen, ist nicht so schlimm. Wir können es ja dann später nochmal zeigen. Vielleicht dann, wenn Stefan macht Show ist, kann man das nochmal zeigen. Aber ich kann jetzt hier trotzdem nochmal ein bisschen schon mal hier nochmal so eine Schicht auftragen. Ne? Das kann man ja so oft machen, wie man das möchte, bis man sagt, so, jetzt habe ich das Ergebnis, was ich gerne will. So gefällt es mir. So. Genau, einfach nochmal so drüber gehen. Oh, süß. Nein, das ist süß, was du da malst. Einmal. Ich habe immer was ganz anderes ausprobiert. Du hast ja was ganz anderes. Du musst jetzt mal kurz erklären, was du gemacht hast, weil ich habe nicht aufgepasst. Ich habe erst relativ viel Farbe genommen und habe dann so ein bisschen diese Granulierung. Ah ja, genau. Und dann habe ich einfach angefangen, noch so ein bisschen zu tupfen. Einfach um noch mal ein bisschen Farbe an die verschiedenen Stellen zu bekommen und das Ganze noch mal ein bisschen Kontur zu geben. Ja, wunderbar. Eine Tulpe. Genau. Hast du schon erkannt, ja. Sehr schön. Also. Wenn jetzt deine Kollegen nicht begeistert sind, oder ich weiß ich auch nicht, genau. Was du da gezaubert hast. Jo. So, ich weiß nicht. Also ich würde jetzt, wie gesagt, man muss es hier noch ein bisschen trocknen lassen. Ich würde sagen, wir können ja noch mal zeigen, was wir so gestaltet haben. Denn es ist ja auch noch relativ feucht. Das kann man von der Seite sehen. Und ich denke, dann sind wir ja eigentlich auch schon fast durch. Ja, ne? So. Man sieht jetzt auch nochmal, dass sich das Papier ganz schön stark wölbt. Wenn das ja, so genau. Ist. Und da muss man jetzt mal überlegen, was wäre, hätte man so ein ganz dünnes 180 Gramm Papier genommen. Ne? Ja. Das wäre dann so... Ja, genau, das wäre dann so komplett verwelkt gewesen. Richtig, da hätte man so einen Kreis gehabt. Warte mal, lass uns mal die anderen noch dazu nehmen, die wir noch gestaltet haben. Guck mal, deins nochmal daneben, deine Nebellandschaft hier. Warte mal, ich pack das mal hier oben hin. So, ganz so viel Platz ist jetzt hier leider gar nicht. Wir können ja auch das hier. Ja, genau, wir können das hier mal ein bisschen zur Seite packen. So, da sieht man auch nochmal den Unterschied, weil du ja quasi den Rand abgeklebt hast. Genau. Ist es gar nicht so, die Feuchtigkeit gar nicht so reingegangen. Ich müsste meins jetzt nochmal schick in den Rahmen reinpacken, wenn ich das mir an die Wand hängen möchte zum Beispiel. Ne? Genau, dann haben wir hier nochmal unsere Vögelchen. So. Unsere Bäumchen. Genau, warte mal, nimmst du noch ein bisschen hier das eine. Jetzt wird es ja wirklich eng. Das hat echt ein sehr interessantes Muster ergeben. Sehr interessant. Das kann man hier nochmal zeigen. Also wirklich spannend. Also was macht man dann hier, wenn das getrocknet ist, die Farbe? Dann, also die Farbe und man sieht, dass jetzt das Salz wirklich trocken ist. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich würde mal sagen, vielleicht noch ein paar Stunden oder so. Ich weiß nicht genau. Dann nimmt man das Salz quasi runter. Ne? Man macht ganz vorsichtig dann entweder mit einem großen, breiten Pinsel oder man nimmt dann ein Taschentuch. Wenn wir das jetzt machen würden, würden wir es verwischen. Das kann auch ganz nett aussehen, aber ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber fantastisch, oder? Und da sieht man, je nachdem, wie viel Salz du verwendest, so viel wird dann auch rausgezogen, so an Farbe wieder. Und wollen wir trotzdem schon mal das hier abziehen? Dass man, oder ja, das, du noch, wir, ich, das kannst machen. Du schon machen. Genau, dann kannst du das noch abziehen und dann lege ich hier mal noch deine Blume daneben mit hin, dass wir die vielleicht auch noch mal zeigen können. Hier so die zwei Varianten mit den Blümchen, je nachdem, was man da verwendet für eine Technik. Ist ja auch ganz hübsch geworden. Also ich bin echt von, also hier bin ich begeistert, das sieht toll aus. Das ist bei mir ein bisschen kribbelig geworden. Das ist halt, da war mein, habe ich zu viel Wasser genommen und dann entstehen diese unschönen Ränder hier. Ne? Ja. Also das ist nicht unbedingt das, was man nicht immer möchte, sozusagen. Ich habe auch, also wenn ich jetzt so unsere Bilder angucke, sogar auch schon so Favoriten, was mir am besten gefällt von dem, was wir hier kreiert haben.
können wir ja gleich uns dann nochmal austauschen. Ja. Was du am schönsten findest. Vielleicht auch, was die anderen am schönsten finden. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich hier so eine interaktive Show. Jetzt haben wir so viel geredet. Weiß ich gar nicht, was da vielleicht so an Feedback reingekommen ist. Prima. Können wir uns auf die Schulter klopfen. So. Genau, denn Dritte hat gerade gesagt, echt nice geworden. Nice. Ach so, ja, man hört es nicht. Ja, genau. Also, wenn die Regie etwas sagt, dann hört man das ja nicht. Richtig. Deswegen müssen wir es nochmal so ein bisschen wiederholen. Gut. Wir wurden gelobt. Toll, oder? Also, genau, dann zeige ich das auch nochmal. Mhm. Um auch nochmal zu zeigen, was man, je nachdem, wie man das Bild abklebt. Das sieht doch schön aus. Das ist jetzt wirklich wie so ein Polaroid. So ein. Genau. Das kreiert. Ich wusste jetzt auch gar nicht mehr, wie das Verhältnis da unten war. Ich habe jetzt einfach. Ich glaube, das passt, genau. Genau, wenn du jetzt so guckst, was sind so deine Favoriten von dem, was wir hier so geschaffen haben? Was gefällt dir von deinen Werken am schönsten? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir hier so diese Nebellandschaft... Ja, doch, ich bin auch ganz begeistert. Also das ist auch mein absoluter Favorit, auch bei mir. Also die zwei, finde ich, sind ganz zauberhaft geworden und... wenn man mal überlegt, was wir gemacht haben, wie aufwendig das war, nämlich überhaupt nicht aufwendig, ist es doch richtig, richtig was Schönes gelungen. Da ist so ein Vögelchen schon aufwendiger. Auf jeden Fall die Berge. Also die Berge, siehst du die Berge. Mhm. Also prima. Das war ja auch das, was Bob Ross immer gern gemacht hat, dass er halt irgendwelche Berglandschaften. Genau, die Berglandschaften, genau. Mhm. Und Bäume. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, die Blumen. Die Blumen sind auch toll, wurde gesagt. Ja, ich finde das auch mit dem Verlauf, finde ich, wirklich sehr interessant, dass du dann einfach nur da geboostet hast. Achso, hier oben das zum Beispiel, genau. Da weißt du halt wirklich nie, was passiert. Mhm. Irgendwie hat das Wasser mit dem Papier so eine eigene Beziehung, geht es ein. Da kannst du pusten, wie du möchtest. Ich sag jetzt nicht Gras, sondern pusten, wie du möchtest. Es passiert nicht, was du willst. Und dann musst du mit dem auskommen, was geschehen ist. Was ja aber auch sehr schön ist, weil das ja auch die Kreativität da noch anregt. Ja, ne? Aber auch dadurch, dass du halt nicht alle Zwischenränder ausgefüllt hast, sondern das Weiß dann noch drüber ist, hast du so ein bisschen Struktur damit. Genau, das stimmt, ja. Ja, die Vögel kommen also auch gut an. Gut, unser Universum oder was auch immer dann daraus entstehen sollte, ist ja noch nicht ganz fertig. Das hätten wir vielleicht wirklich als erstes machen sollen. Aber man sieht schon, dass hier wunderschöne Strukturen entstehen. Und dann kann man sich dann überlegen, was man daraus macht. Je nachdem auch, was für Farbe man verwendet. Also wir haben ja uns jetzt hier auf das Blau und das Lila eingeschossen. Mhm. Kann man da auch ganz andere Sachen. Also man könnte auch vielleicht ein Feuerwerk oder ich weiß nicht. Also das ist so... oder wirklich wie so Eisblumen auf der Fensterscheibe oder irgendwas kann man da draus zaubern. Und ich denke, ich erinnere noch mal ganz kurz an unser Gewinnspiel. Vielleicht mag da jemand mitmachen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir doch durch. Wenn es jetzt keine Fragen weiter gibt, Anregungen, Kritik, Ideen oder so, dann ladet eure Werke hoch, nämlich da, wo ihr es jetzt gerade seht, so rum, da, bei Lovely Sloth und Snail TV, bei Instagram, Facebook oder eben per Mail. Ich habe die Mailadresse schon wieder vergessen. Aber mitmachen@snail.tv. Okay, genau so war das. Und dann freuen wir uns auf eure Kreationen. Jo, sind wir durch, oder? Ich bin durch jetzt. Oh Gott. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass man doch mit so einfachen Techniken doch so hübsche Bilder zaubern kann. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und die Anschaffungskosten sind ja auch relativ gering. Mhm. Ja, du hast halt zu Anfang, für die, die dich später erst reingeschaltet haben, gesagt, das ist kein normaler Tuschkasten, wie man ihn ursprünglich so aus der Schule kennt. Genau, das ist nicht der Wassermalfarbkasten für 2 Euro noch was, oder was weiß ich, weiß nicht genau, was der jetzt kostet, sondern es ist schon explizit Aquarellfarbe. Mhm. Also die Eigenschaft, es sind mehr Pigmente in der Farbe drin. Genau. Mhm. Deswegen, das ist einfach dann, da gibt es, also das ist ja jetzt auch eine ganz einfache Variante, da gibt es wirklich noch hochwertigere Farben, man sieht es ja, wo man vielleicht doch auch noch mehr Farbintensität drin hat, aber wenn man anfangen möchte, erstmal überhaupt mit Aquarellmalerei, dann ist das auch schon in Ordnung. Mhm. Erstmal, um ein Gefühl für die Farbe zu kriegen. Mhm. Genau. Also das Einzige, wo man wirklich Geld investieren sollte, ist das Papier. Genau. Also auch von Anfang an. Da haben wir ganz am Anfang haben wir nochmal gesagt, da ist
So eine Struktur einmal drin? Genau, wir haben hier so eine Struktur drin. Es gibt verschiedene Stärken. Also die Qualität des Papiers hängt jetzt nicht davon ab, wie stark es ist, sondern einfach, da muss man mal ins Geschäft gehen, da kann man sich auch beraten lassen. Aber es kommt also auf die Struktur an. Ich kann jetzt genau den Unterschied auch nicht erklären, aber das Papier, was ich hier mitgebracht habe, wo wir erstmal getestet haben, das ist ja wirklich, hat nur 4,95 Euro gekostet. Das habe ich in einem Drogeriewarengeschäft gekauft. Die Frage ist jetzt, wie viel hat davon 4,95 Euro gekostet? Das ist ein Block, ja, das ist eine gute Frage. Warte, ich habe ihn ja hier liegen. Es sind, Moment. Es sind 20 Blätter. Okay. 20 Blätter. Und das Papier, mit dem wir jetzt hier gearbeitet haben, das habe ich dann extra nochmal in so kleine Teile geschnitten. Mhm. Das waren quasi 12 Blätter in einem Block. Mhm. Nicht ganz A4, also größer als A4. Mhm. Und der hat über 10 Euro gekostet. Okay. Genau. Also da ist halt wirklich so ein Qualitätsunterschied auch zu erkennen. Aber da soll man sich gerne beraten lassen, weil da bin ich jetzt kein Profi. Mhm. Aber man erkennt schon dann die Unterschiede beim Malen. Einfach weil hochwertiges Papier die Farbe besser aufnimmt, dann wälzt sich das nicht so, es entstehen nicht diese Pfützen und sowas. Ja. Genau. Und es ist nichts Schlimmeres, als wenn du denkst, juhu, ich fange jetzt an zu malen und bist gefrustet, weil du denkst, du kannst es nicht und dann liegt es aber eigentlich nur am Papier. Mhm. Deswegen hier die Empfehlung. Alles klar. Ja, super. Dann freuen wir uns auf eure Werke, Gemälde. Und danke fürs Zuschauen. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.